Hallo, Themenquopcast Nummer 2, heute mit dem Thema Hörspiele und halt dranbleiben. Ich habe von einigen schon gesehen, dass sie gesagt haben, what the fuck, Hörspiele? Warum nicht wieder irgendwelches technisches Zeug oder Games oder sowas? Unfug. Wir reden auch mal über andere Sachen und Hörspiele sind super, denn wer von uns hat nicht früher da im Kinderzimmer gesessen und ein Jan Tenner gehört oder drei Fragezeichen oder sonst irgendwas? Und genau dafür habe ich mir zwei Gäste geholt, nämlich den Sven und den Tim, die unter anderem an der Serie Rick Future arbeiten, also dranbleiben und wirklich 90 Minuten spannende Gespräche rund um die Welt der Hörspiele und Rick Future. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom, und jetzt kommt das blödeste Wort der Welt, haben mir Leute schon geschrieben, monothematischen Quopcast. Ich habe auch keine Ahnung, wie man es sonst nennen soll. Es ist also ein Quopcast, wo wir nicht einfach darauf losreden, sondern wo wir uns ein großes Thema rausgepickt haben, über das wir den ganzen Abend reden wollen. Und das Thema ist relativ spontan entstanden, weil die beiden Herrschaften, die ihr jetzt hier schon, wenn ihr das Videobild habt, auf der einen Seite sitzen sehen könnt, sich gedacht haben, ach, machen wir doch mal ein bisschen Werbung für die Sache, für die sie wirklich gerne arbeiten und haben gesagt, hey, red doch mal über Hörspiele, was wir ja zwischendurch immer mal wieder so als Kommentar hatten, dass sowohl Sven als auch ich gerne Hörspiele hören. Und da sind wir jetzt. Thema Hörspiele. Ne? Und als Gäste Jawohl. Haben wir den Sven und den Tim. Hallo Sven. Hallo. Freut Hallo. Mich dabei zu sein. Sehr schön. Hallo Tim. Hallo. Das ist so unglaublich. Da hat man tatsächlich Leute, die Hörspiele machen, die, und das muss man dazu sagen, nicht nur die Produzenten einer Hörspielserie sind, sondern auch Sprecher. Und ich, der sich da hier abbricht, überhaupt einen klaren Satz rauszukriegen, sitzt dann mit zwei Leuten zusammen, die mit so einer absolut basslastigen, tiefen, rauen Stimme Hallo, einfach ins Mikrofon säuseln und ich sitze da, ja, super, klasse. Bleiben wir wieder bei meinem Unterschichten-Podcast. Ich dachte, ich hätte es endlich geschafft, jetzt wo ich den Preis mal gewonnen habe, aber nein, ich hole mir auch noch Gäste rein, die mich so unglaublich deklassieren. Das ist Wahnsinn. Wobei, wenn ich jetzt mal tatsächlich ehrlich bin, wir haben ja schon kurz miteinander gesprochen. Sven klingt komplett anders als in den Hörspielen, wohingegen Tim also so eine unglaubliche Stimme auch jetzt hat. Er hat sich natürlich absichtlich verstellt. Das finde ich wahnsinnig, oder Tim? Wie machst du das? Meine Stimme verstellen? Also, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Das hätten wir natürlich jetzt auch irgendwie als Experiment direkt so machen können. Ne? Das können wir aber nachher nochmal erwähnen. Ich habe mir tatsächlich auf eurer Webseite zu eurem Hörspiel so eine kleine Textpassage rausgeguckt, die du vorgelesen hast, Tim, und dachte mal, okay, ich lese die auch mal vor. Und habe sie dann so im Kopf verglichen, wie du sie gelesen hast und wie ich sie gelesen habe. Und ich wollte sie eigentlich auch aufzeichnen und dann hier abspielen. Ich habe mich aber dann nicht mehr getraut. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein schönes Beispiel. Ja, ganz schlimm. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das wir dann gleich ansprechen können, aber später. Erstmal wollen wir generell zum Thema Hörspiele reden. Und Hörspiele ist ja, ich habe ein, zwei Kommentare auch bei uns im Forum, beziehungsweise gar nicht so sehr bei uns im Forum, auf den ganzen Social-Media-Sachen so gesehen, die gesagt haben, oh, Hörspiele, das ist was ganz anderes, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Aber wenn man doch mal ehrlich ist, irgendwo hat jeder mal mit Hörspielen zu tun gehabt, oder? Oder hat wirklich ein riesen Fable sogar für Hörspiele gehabt? Also, ich weiß das von mir selbst, dass, und ich bin ja auch schon alter Sack. Ich meine, Sven, du bist ja auch nicht viel jünger als ich. stimmt. Früher gab es ja tatsächlich irgendwie, wenn man so im Kinderzimmer gespielt hat, außer dem Kassettenrekorder-Schallplattenspieler, nicht viel Unterhaltung. Also Fernseher hat man kaum irgendwie, also in frühester Jugend im Zimmer gehabt. Also hat man nebenbei Hörspiele gehört, oder? Ja, genau. Also ich bin ja auch mit Hörspielen groß geworden. Haha, wer hätte es gedacht? Und daher kommt natürlich auch so ein bisschen, das hat einen dann schon geprägt. Also wird ja ganz gerne immer als Kassettenkinder bezeichnet mit so einem leicht nostalgischen Blick, aber so war es bei mir auf jeden Fall. Also ich bin halt, ich habe gar nicht so viele Hörspiele gehabt. Ich bin immer in die Bücherhalle gelaufen und habe mir da sämtliche Hörspiele ausgeliehen. Und und das eine oder andere dann viel zu spät zurückgegeben, weil ich es immer wieder hören musste. Und so bin ich zu Hörspielen gekommen. Also ich bin schon mit Hörspielen groß geworden. Aber eigentlich hat man damit sehr schöne Erinnerungen. Ne? Also, ja, absolut. Ich meine, so als Kind machst du das ja auch noch, da setzt du dich einfach hin und lauscht dem Hörspiel und kannst völlig abtauchen. Und ich glaube halt, ab einem gewissen Alter wird das irgendwie, also haben erstmal andere Dinge Platz im Leben eingenommen. Aber ich glaube, es ist dann auch ein bisschen schwieriger, sich so komplett drauf einzulassen, wie als Kind, wo du halt einfach den Film, den du da hörst, besser ablaufen lassen kannst. Wobei damals die Hörspiele ja auch noch ganz anders gemacht waren. Die waren ja, also im Vergleich zu dem, was man heute so
unter guten Hörspielen versteht, war das ja relativ klein produziert. Ja, trotzdem, also die Erinnerungen sind ja tatsächlich alle da. Ich meine, der Erfolg von Hörspielen, die ja tatsächlich seit, weiß ich nicht, seit 30 Jahren oder so schon umtriebig sind, der ist ja auch heute noch da. Und ich meine, allen voran muss man ja wirklich so Sachen wie die drei Fragezeichen nennen, die ja tatsächlich, wo die Sprecher auf Tour gehen und quasi Theaterstücke machen, wo die Leute ja wirklich teilweise gar nicht wussten, wie die Menschen aussahen, teilweise auch geschockt sind, wenn sie die dann mal gesehen haben, aber mit den Stimmen wirklich groß geworden sind. Ne? Also, ja, das stimmt. Du bist ja tatsächlich ein paar Jahre jünger, Tim. Ist das bei dir auch noch so gewesen, dass da Hörspiele so einen Stellenwert hatten in frühester Jugend oder wie war das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Stunden damit verbracht, im Zimmer zu sitzen, genau wie ihr wahrscheinlich. Dann habe ich Autoketten gebaut und habe die Kassette immer wieder umgedreht, nochmal gehört. Also ich habe die gleiche Kassette wahrscheinlich auch immer viermal hintereinander gehört oder so. Das hat mich nicht gestört. Und dann gab es ja auch so Serien und immer wenn ich eine neue Kassette von der Serie habe, habe ich die einfach alle nochmal gehört und nochmal die Reihe durch. Ja. Und dann kamen zwar auch CDs, aber irgendwie mag ich Kassetten so. Also wenn ich eine Kassette habe, hat das auch was ganz anderes, als wenn man eine CD hat. Bin ich auch ein bisschen nostalgisch. Okay, aber also ich hatte so rein subjektiv, kann natürlich sein, dass ich da einfach aus dem richtigen Hörspielalter so raus war, wobei man da ja nicht wirklich raus sein kann. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, so nachher gab es so eine regelrechte Hörspielschwemme mit, ich nenne sie mal Billighörspielen, wo dann wirklich jede Kinderfernsehserie einfach als Hörspielkassette verwurstelt wurde, wo dann die Tonspur einfach drauf, vielleicht noch ein Erzähler so mittendrin reingeschnitten, der so ein bisschen überbrückt hat, die Sachen, die man vielleicht sonst nur visuell rüberbringen kann. Und für mich hatten die immer einen anderen Charme als diese wirklich klassischen Hörspiele, wobei die ja teilweise auch einfach nur irgendwelche Bücher umgesetzt waren oder sonst irgendwas. Also seht ihr das anders oder seht ihr das ähnlich? Also es gab ja so zwei verschiedene Dinge, die dann so ganz extrem wurden. Also einmal die Hörspiele zum Film natürlich, aber dann eben auch so Einzelgeschichten, die halt dann zu irgendwelchen Filmen entstanden. Also zum Beispiel Flash Gordon in den 80ern, kennst du bestimmt auch noch. Die Verfilmung davon, da gab es ja von Europa eine Hörspielserie, die ich geliebt habe. Stimmt, und, die haben sie weitergesponnen, ne? Die haben sie weitergesponnen. Oder auch für He-Man natürlich, bei Europa kamen so einige Sachen raus, die dann halt immer so, für die Ghostbusters gab es auch Hörspiele. Also alles so Sachen, wobei das waren, glaube ich, wieder Filmhörspiele, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das war jedenfalls, das kam dann, waren dann so Hörspiele, die halt zu diesen Filmen oder Serien oder so entstanden zusätzlich. Und die fand ich dann auch wieder ganz spannend. Diese Filmhörspiele selber fand ich relativ langweilig. Also die habe ich mir eigentlich auch nicht so angehört. Ja klar, die waren ja auch tatsächlich irgendwie anders geschnitzt. Ich weiß, dass ich ein Filmhörspiel hatte, das ich geliebt habe. Und das war damals das Star-Wars-Hörspiel. Das hatte ich auch. Ne, aus dem einfachen Grund, dass ich das Ding nicht auf Video hatte. Beziehungsweise ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Videorekorder. Und das war die einzige Möglichkeit, es wirklich rauf und runter und permanent wieder zu hören. Und es war ja wirklich nur die diddelige Tonspur mit dem Erzähler drüber. Ja, das stimmt. Ja, so ist das. Star Wars, mein Gott, die habe ich bestimmt auch noch irgendwo. Hilfe, das kramt man jetzt dann doch alles wieder raus und hört es dann irgendwann nochmal. Aber naja. Ich glaube, die gibt es sogar heute auch noch, allerdings dann auf CD. Ich glaube, es gibt eine neue Auflage von diesen Hörspielen zu Star Wars, aber es gibt, glaube ich, auch noch die alten, die sind nochmal aufgelegt worden, weil die halt so ein, naja, weil die sind irgendwie schon kultig. Sind halt auch viele mit groß geworden. Ne? So, jetzt haben wir so ganz kurz direkt den Einstieg gemacht und einfach so die Erzählung, was wir früher so irgendwie gemacht haben. Aber ich glaube, man muss ein bisschen noch erklären, warum ich euch als Experten dazugeholt habe, damit die Leute euch so ein bisschen einordnen können. Ich meine, ich mache das immer, ich setze mich irgendwo hin und sage, ich bin der Experte zu allen Themen. aber es hat ja schon einen Grund, warum ich euch beide dabei habe. Und ich denke mal, lassen wir jetzt mal den Jüngeren den Vortritt. Tim, was ist deine Beziehung zum Hörspiel? Also jetzt nicht nur, dass du gerne Hörspiel gehört hast, ne, sondern tatsächlich das, was dich jetzt qualifiziert, auch hier als Experte da zu sein. Ja, ob mich das jetzt qualifiziert, weiß ich nicht. Natürlich. Aber ich mache halt in Hörspielen ziemlich viel. Also ich mache zum Beispiel Musik, schreibe Musik für Hörspiele. Ich spreche auch in Hörspielen und beschäftige mich zum Beispiel auch mit Hörspielserien und bin einfach mit Hörspielen groß geworden und höre eigentlich jeden Tag ein Hörspiel oder Hörbuch ist jetzt ja was anderes, aber ich beschäftige mich sehr intensiv damit einfach. Ist das eine Sache, die du hauptberuflich mittlerweile machst in dem Sektor oder machst du eigentlich was ganz anderes und das ist für dich irgendwie so ein Steckenpferd nebenbei? Also eigentlich ist es halbberuflich. Also ich studiere im Moment noch und will es mal beruflich machen, aber nicht nur Hörspiel, sondern generell Medien und so weiter und Filme. Aber, was mit Medien, so wie jede. Ja, genau, ganz genau. Und ja, also Hörspiele sind jetzt
ehrlich gesagt auch, wenn man jetzt nicht selber welche produziert und Teil eines Labels ist oder so, im Moment nicht unbedingt Sachen, wo man, wenn man es nicht vollzeitmäßig macht, davon leben kann. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Schockierend, aber. Naja, was heißt schockierend? Also, es ist ja auch kein Geheimnis hier mit unserem lustigen Podcast. Da kann ich auch nicht von leben, auch wenn die Qualität mittlerweile so gigantisch ist und wir ja sogar ein Jahr lang im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Also Fernsehen im weitesten Sinne. Zumindest wurden unsere Signale von einem Satelliten runtergesendet. Ob es viele wahrgenommen haben, ich weiß es nicht. Ich möchte dem Sender da aber jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden. Das war schon spannend und schön. Egal. Sven, du hast da einen komplett anderen Ansatz, glaube ich, oder? Zu dem Thema. Ja. Also ich bin halt Sprecher, hauptberuflich, freiberuflich und halt Hörspielproduzent. Also, wobei ich eigentlich im Moment nur Rick Future mache. Aber ich habe vorher schon das ein oder andere Hörspiel gemacht. Allerdings alles im freien Sektor. Also das kann man umsonst sich runterladen. Aber das hat der Sache nicht geschadet. Da habe ich sehr viel bei gelernt. Okay. Ganz blöde Frage, die wahrscheinlich jedem jetzt irgendwie so auf der Zunge liegt. Wie wird man Sprecher? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der klassische Weg ist, du machst eine Schauspielausbildung und bist halt Schauspieler und möchtest nebenbei auch ein bisschen sprechen und versuchst es halt einfach. Oder du machst eine Sprachausbildung, also eine richtige Sprecherausbildung. So bin ich den Weg gegangen. Ich habe eine Ausbildung als musisch orientierter Studiosprecher. Und, das hört sich aber schon eher an wie eine Krankheit als irgendwas anderes, ne? Oder? Manchmal fühlt es sich auch so an. Aber steht egal. Im Impfpass irgendwo drin. Vorsicht, musisch orientiert. Nee. Ja, und so ist es halt bei mir gegangen und das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und ich muss sagen, letzten Endes, was glaube ich das Wichtigste ist, man muss halt dabei bleiben, man muss bereit sein, ganz viel zu lernen und es einfach machen, weil wenn ich heute zurückgucke, als ich vor ein paar Jahren die Ausbildung dann abgeschlossen habe, da war ich noch lange nicht so, dass ich sagen würde, ja, und da konnte ich dann irgendwie alles sprechen, was ich sprechen wollte, da ging das dann, weil das hat dann schon noch eine Weile gedauert. Das fand ich ja damals faszinierend, als ich so durch war mit meinen ganzen Hörspielen in der Kindheit und man dann auch verstärkt irgendwelche Fernsehgeschichten geguckt hat, also deutsche Produktionen, dann tauchten da auf einmal die Leute auf, deren Stimmen man irgendwo erkannte und die ja dann, wie ich ja gerade schon erwähnte, komplett anders aussahen, als man sich eigentlich etwas vorgestellt hat. Dass dann irgendwie ein Flash Gordon auf einmal ein glatzköpfiger, 1,60 großer, was weiß ich nicht, war oder so. Da tue ich mir bestimmt auch wieder Unrecht mit jetzt, egal. Aber großartiger Sprecher, der Gute. Absolut, du weißt, wen ich meine. Ja. Und da ist mir aber zum ersten Mal aufgefallen, dass wirklich die Leute einen Schauspielhintergrund eben hatten. Vorher war mir das überhaupt nicht so klar, ne? Weil irgendwie, wenn man die Stimmen so hört, denkt man, okay, die sind zwar interessante Sprecher, die machen das auch super und besser, als man das jemals vielleicht selber könnte, aber einen Schauspieler hätte man da erstmal in der Jugend nicht erwartet, ne? Naja, man macht sich ja auch meistens als Hörer wenig Gedanken über sowas. Also gerade als Kind oder Jugendlicher denkt man darüber nicht so großartig nach. Aber ich glaube auch als Hörer, was ich auch ganz angenehm finde, weil es dann zaubert ja auch immer so ein bisschen Hörspiel. Also ich muss sagen, wenn ich heute Hörspiele höre, ich höre sie immer noch gerne. Aber man hört sie halt einfach anders, wenn man weiß, das ist der und das ist der und das ist der. Und man achtet dann irgendwie auf so gewisse Dinge, auf die man sonst nie geachtet hätte. Und das nimmt manchmal so ein bisschen diese, diese Freiheit, wenn du das hörst. Und du kannst halt wirklich dir die Figuren selber vorstellen und kannst deine eigene Fantasie ein bisschen benutzen, was ja auch der Reiz bei Hörspielen ist. Ja gut, das hat glaube ich jeder, der irgendwo professionell an irgendeiner Sache arbeitet, dass er dass das Produkt, mit dem er arbeitet oder eben die Konkurrenzprodukte oder Mitbewerberprodukte irgendwie anders wahrnimmt. Das hatte ich auch, als wir damals mit dem Fernsehen angefangen haben, dass du wirklich jede Sendung gesehen hast, wie ist die ausgeleuchtet, wie haben die das gemacht und sowas. Aber irgendwann vergisst man das auch wieder und man kann dann irgendwann anfangen, auch wieder Hörspiele oder eben Fernsehsendungen zu genießen. Ne? Und ich glaube, das steht tatsächlich im Vordergrund. Das heißt, ihr habt also wirklich einen komplett unterschiedlichen Hintergrund. Du bist also quasi vom Sprecher zum Produzenten dann geworden und Tim ist dann eher so der Mensch, der, also abgesehen davon, dass er auch spricht, eher so im Hintergrund noch mehr arbeitet, indem er Untermalung macht, Musik und aber tatsächlich nur Musik oder auch die ganzen Soundeffekte dabei? Also nicht alle Soundeffekte, aber ich mache so ein paar. Also es gibt den schönen Begriff zusätzliche Soundeffekte, den wir immer benutzen. Also wenn da jetzt irgendwas ist, wo man sich nicht vorstellen kann, wo kann man denn sowas kaufen? Also dann gibt es immer ganz, ganz tolle Sachen. Weiß ich nicht, irgendwie wenn Triebwerk anfängt zu brennen oder so, kriegt man das noch hin. Aber wenn dann so eine, wir hatten eine Szene bei Rick Future, da war so eine Mini-Drohne und die sollte sich aus Mini-Partikeln zusammensetzen und dann so
ja, ganz leise Geräusche machen und quieken und sowas. Und dann kannst du nicht einfach mal googeln, irgendwie Geräusch für Mini-Drohne oder so. Und da überlegt man dann sich halt, wie kann man das zusammenbauen? Erst da mache ich dann die Soundeffekte, aber sowas wie Schritte oder sowas machen wir nicht immer selber. Also die kann man dann schon aus der Konserve nehmen. Okay, quieken ist ein gutes Stichwort. Da fällt mir noch ein, wir haben als elementaren Bestandteil unserer ganzen Podcasts ja auch die Möglichkeit, dass ihr euch selber einwählen könnt. Also sprich, auf der Quop-Webseite gibt es einen Button, der nennt sich Skype-Call-In. Da könnt ihr euch eintragen mit eurem Skype-Namen, eurem richtigen Namen und kurz anteasen, worüber ihr mit uns reden wollt. Und dann gucke ich zwischendurch immer mal wieder in die Liste hier nebenan in den Computer. Und wenn irgendwas Interessantes dabei ist und wenn ihr den beiden irgendwas sagen wollt oder vielleicht auch gerade einer unserer alten Hörspielidole ist, der natürlich den Quopcast hört und jetzt sagen will, oh, da muss ich mich mal zu Wort melden, dann macht das. Ich gucke gerne rein und wenn es passt, dann holen wir euch dazu. Und bitte nicht übel nehmen, dass ich vom Quieken auf das Thema kam. Ne? Aber so ist das. Jetzt muss ich tatsächlich mich wieder ein bisschen sammeln, weil ich gehe an solche Themen natürlich jetzt auch so ran. Ich versuche über dieses Thema, das mich selber interessiert, auch irgendwie zu gucken, wie können wir uns da langhangeln. Das heißt, das ist also mehr so, ja, so spontan, ne? So Stream of Consciousness mäßig, ne? Und nicht so, wir haben einen klaren Fahrplan. Hörspiele. Der Markt der Hörspiele, ist der heute eigentlich ein anderer als damals? Oder gehe ich irgendwo in, ja gut, in die früher in die Kaufhäuser, wo die ganzen Platten und Kassetten standen, das gibt es ja in der Form gar nicht mehr so stark. Wo kriege ich Hörspiele heute her? Also der Hörspielmarkt hat sich natürlich schon sehr verändert. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie Hörspiele inzwischen so vertreten sind, ist das schon deutlich weniger als wie, sag ich mal, so in der Zeit, wo wir jetzt aufgewachsen sind. So in den 80ern oder so war das natürlich noch was ganz anderes. Und es gab auch Anfang der 2000er gab es so einen kleinen Hörspielboom und dann war halt irgendwann der Markt dermaßen übersättigt, dass das wieder so ein bisschen weniger geworden ist. Aber ich glaube schon, also meiner Meinung nach gibt es nach wie vor, es gibt viele Hörspiele, es gibt auch sehr viele gute Hörspiele, da können wir ja sicherlich auch später nochmal drüber sprechen, was es eigentlich so gibt. Aber vor allen Dingen gibt es halt eben noch eine ganze Menge, aber es ist halt absolut eher heutzutage durch diese recht, ja, ich sag mal durch diese, wir leben ja in so einer recht visuellen Zeit, da gibt es dann eher DVDs, Filme und den ganzen Kram, ist das nicht mehr so ein Riesenmarkt, wie es sicherlich mal früher war. Da gab es das zwar auch, aber ich glaube, da waren die Leute noch bereiter, noch eher bereit, sich auf Hörspiele selber einzulassen. Ist das tatsächlich so? Weil ich hätte jetzt, natürlich ist es so, wie du sagst, aber ich hätte ja eher so gedacht, so in Zeiten der allgegenwärtigen MP3-Player oder Telefone, die MP3s abspielen können, dass man eigentlich jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, nebenbei sowas zu konsumieren. Ne? Und das war ja tatsächlich oftmals so ein Nebenbei-Ding, dass man das einfach wirklich nebenher laufen lassen konnte, während man gestaubsaugt hat, während man vielleicht als Beispiel meines Kollegen Svens, der sagt, er ist Grafikdesigner, er hat das eben, wenn er dann eben mit seiner Maus und seinem Zeichenbrett und was auch immer rumhantiert, dann kann er jeden Podcast und jedes Hörspiel dieser Welt nebenbei hören, ne? Weil das lenkt ihn nicht irgendwie ab. Das stimmt, also man hat zwar überall die Möglichkeit, heute Hörspiele zu hören und so weiter, aber das Hörspiel hat halt heutzutage mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Natürlich illegale Downloads, kann man sich ja vorstellen. Das ist auf jeden Fall gerade für kleinere Labels immer ein Problem. Und ich glaube eben auch, dass viele Leute heutzutage die sich nicht mehr so mit Hörspielen beschäftigen und gar nicht so wissen, was gibt es denn da eigentlich und so. Und dann eher Hörspiele selber mit den großen Namen in Verbindung bringen, die natürlich ganz viele Jahre die Hörspiele geprägt haben. 3 Fragezeichen, TKKG, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, diese ganzen Kindergeschichten. Und deswegen ist das Hörspiel, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, in erster Linie immer sowas wie, ja, das habe ich doch als Kind gehört und was gibt es denn da jetzt noch? Und ist das irgendwie eher so Kinderkram oder so? Mhm. Also für viele Leute ist das erstmal so der Stempel, den das Ganze kriegt. Dass dem nicht so ist, das kann ich auf jeden Fall behaupten. Sehr aber gut. Das ist halt so das, was in erster Linie immer erstmal so vermittelt wird, weil man denkt, Hörspiele? Ach ja. Oder vielen Leuten ist auch gar nicht klar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch? Guter Punkt. No, da fängt das schon an. Was ist denn da eigentlich? Wo ist denn da der Unterschied dazwischen? Wie würdet ihr denn Hörspiele und Hörbücher jetzt einfach mal charakterisieren? Wobei eigentlich liegt der Unterschied ja ganz klar auf der Hand, oder? Eigentlich ja, schon. Aber es ist wirklich eine Frage, die relativ oft gestellt wird von Leuten, die sich nicht so damit beschäftigen, einfach erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich der Unterschied? Also ganz klar, ein Hörbuch wird halt von einem, in der Regel von einem Erzähler vorgelesen. Das ist halt direkt ein vorgelesener Text. In der Regel auch ohne Soundeffekte oder ohne Musik, wobei da gibt es dann auch inszenierte Lesungen. Mhm. Aber in der Regel ist das halt immer eine Lesung von einem Sprecher, der halt ein Buch vorliest.
Und ein Hörspiel ist natürlich eine inszenierte Geschichte. Da haben wir verschiedene Rollen. Jede Rolle hat da einen Sprecher. Es gibt Soundeffekte, es gibt Musik. Und das Ganze ist halt eher darauf ausgelegt, wie ein Film zu sein, aber eben ohne das Bild. So der Film im Kopf, wie immer gerne gesagt wird. Okay. Das ist der Unterschied im Grunde genommen. Dabei haben wir ja eigentlich, und nicht nur wir, sondern generell hat so ein Hörspiel ja eine lange Tradition. Eben dadurch, dass das Radio natürlich ein Element war, das viel eher da war, oder ein Medium da war, das viel eher da war als Fernsehen. Und parallel zum großen Kino, das sich nicht jeder und jederzeit leisten konnte. Ja. Ich weiß, aus England, die haben ja eine sehr starke Radio- und Radio-Dramatized, was weiß ich nicht, Hörspieltradition eben. Die haben großartige Sachen, die da auch entstehen, das stimmt. Ja. Die auch heute noch aufrechterhalten werden. Da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Perlen ich da tatsächlich finde. Und beim deutschen Markt, weiß ich nicht, also da habe ich so ein, zwei. Also klar, die klassischen Produktionen, die dann eben seit 30 Jahren ihre Hörspiele durchziehen, immer wieder versuchen die Fans, dann die Hörbücher, das war ja auch so ein Boom, auf alle Welt hat auf einmal nur noch Hörbücher gehört. Und auch da hätte ich vielleicht gedacht, dass das vielleicht so ein Initialzünder für euch auch noch gewesen wäre als Hörspielmacher, dass das vielleicht euch auch noch beflügelt. Also deshalb sagen, okay, die Leute wollen eben nicht nur das Vorgelesen haben, sondern... Ja, es geht. Also du wirst lachen. Also das Hörspiel steht immer so ein bisschen im Schatten des Hörbuches, weil vielen Leuten ist das eben auch, also wenn ich ja zum Beispiel längere Zeit nur Hörbücher gehört habe, dann habe ich auch eher, dann bin ich es gewohnt irgendwie, da ist so eine nette Stimme und die liest mir irgendwas vor. Und wenn ich aber jetzt ein Hörspiel höre, dann bin ich meistens im ersten Moment erstmal, gerade wenn ich es nicht gewohnt bin, völlig überfordert, weil ich denke, oh Gott, was passiert dann da? Und da ist ja noch eine andere Stimme und ich kann die Stimme überhaupt nicht auseinanderhalten und diese Musik und die Soundeffekte, alles ist so viel Action, das ist mir alles viel zu viel. Dass man erstmal sich einlassen muss auf so ein Hörspiel und vielleicht nicht unbedingt auch mit so einer Bombast-Inszenierung vielleicht anfangen sollte, sondern eher mit so einem etwas gemächlicheren Hörspiel, vielleicht Sherlock Holmes oder sowas. Ja. Tim, was würdest du bevorzugen? Hörspiel oder Hörbuch? Pauschal jetzt deine eigenen Interessen. Also wenn ich jetzt was nebenbei mache, dann finde ich Hörbuch besser, weil, also wenn ich jetzt zum Beispiel, hört man nicht gerne, aber wenn ich beim Putzen irgendwas höre, dann höre ich eher Hörbuch, weil es dann nicht darauf ankommt, dass ich jetzt genau mitbekomme, wie haben die Geräusche eingesetzt, die Musik und so weiter. Dann kann ich auch mal mit so einem Stöpseln hören. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Hörspiel höre, bin ich auch so ein bisschen geschädigt. Dann will ich das mit guten Kopfhörern hören und mache mir dann auch immer Gedanken, warum haben die das so gemacht und warum haben die den Sprecher so besetzt und höre dann auch immer, wie die Sprecher arbeiten, also was die jetzt gerade machen. Und also es kommt immer so drauf an, wenn ich jetzt zur Unterhaltung wirklich was höre, finde ich Hörspiele extrem gut, aber es stimmt schon, man braucht eine hohe Aufmerksamkeit und kann das nicht einfach mal, also ich jedenfalls nicht, so nebenbei machen, ohne sich, also weil ich mich drauf konzentrieren will. Okay, ich hätte jetzt wiederum genau anders argumentiert. Ich hätte gesagt, dass Hörspiele eher die Sachen sind, die man so nebenbei hören kann, weil der eben durch diese ganze Untermalung mit Geräuschen und Musik zwischendurch da irgendwie eine ganz andere Klangwelt aufgebaut wird. Und bei einem Buch, da muss ich ja wirklich genau der Stimme folgen, ne? Also es gibt ja, halt... Aber wahrscheinlich ticke ich auch da in der Hinsicht. Es gibt ja Menschen, die unterschiedliche Sachen wahrnehmen, die wahrscheinlich ticke ich in der Hinsicht irgendwie ein bisschen anders. Also ich glaube, es gibt beim Hörspiel, also das gibt es sicherlich auch, also Leute, die halt eher so ein Hörspiel so nebenbei hören. Und da gab es jetzt übrigens bei der Orkanus-Verleihung einen sehr schönen Vortrag von Marco Göllner, der ganz tolle Hörspiele macht, der halt meinte, er fände es toll, wenn das Hörspiel selber, und das muss ich hier einfach nochmal wiedergeben, weil ich das sehr schön fand, dass das Hörspiel eben auch so ein bisschen als eigene Kunstform wahrgenommen wird und nicht als Nebenbei-Produkt. Mhm. Denn viele hören halt Hörspiele zum Einschlafen oder beim Heckeschneiden oder beim Hausputz und so weiter und kriegen natürlich viele Feinheiten nicht mit, weil sie sich halt irgendwie auch auf andere Sachen produzieren und deswegen ist das Hörspiel immer so ein bisschen so ein Nebenbei-Produkt. Mhm. Man hört es dann eben also entweder, wenn man nicht einschlafen kann oder weil man sofort davon einschläft oder eben bei irgendwelchen anderen Sachen, die man macht. Und ich glaube, das erklärt sich dadurch, dass wir es irgendwie wahrscheinlich auch gewohnt sind, dass wir immer irgendwie was tun und wenn man jetzt nur da sitzt und man hat die Kopfhörer auf und man hört sein Hörspiel, dann hat man das Gefühl, man macht irgendwie gar nichts. Mhm. Was ja gar nicht der Fall ist. Man hört ein Hörspiel und man kann dabei einfach die Fantasie benutzen und einfach auch versuchen abzuschalten oder sich auf die Geschichte einzulassen. Aber das fällt vielen Leuten, glaube ich, einfach schwierig. Gebe ich dir absolut recht. Das ist auch und deswegen ist das so ein Nebenbei-Produkt. Ja, das ist auch so ein bisschen die innerliche Hürde, die ich immer habe. In dem Moment, wo ich mir Kopfhörer aufsetze und sei es ein Hörbuch oder ein Hörspiel höre, überlege ich mir die ganze Zeit,
also mit einer Gehirnzelle irgendwo, nee, du kannst doch jetzt nicht einfach hier nur so liegen und irgendwas machen, du könntest doch dabei noch irgendwas, und jetzt kommt's, Sinnvolles tun, ne? Und ja, eigentlich ja, ist das natürlich genau. kompletter Hirnriss. Dann da kriege ich nervöse Zuckungen, wenn du sowas sagst. Ja, siehst du? Aber ich kann es durchaus nachvollziehen, weil das ist natürlich... Also natürlich wünscht man sich als Macher eines Hörspiels, dass die Leute nichts anderes machen, außer das Hörspiel zu hören und möglichst auch auf guten Kopfhörern, damit sie auch die feinsten Kleinheiten mitbekommen, auf die man natürlich Wert legt. So nach dem Motto, hast du gehört, da gibt es ein extra Stoffrascheln, weil sich der und der bewegt oder da habe ich so einen coolen Effekt eingebaut, und dann ist man natürlich ein bisschen unglücklich, weil man weiß, das hört man dann natürlich nicht. Aber ich glaube, in der Summe des Ganzen unterhält es, und das ist ja das, was Hörspiele in erster Linie sollten. Mhm. Hier im Chat kam gerade eine interessante Frage auch noch von Wampe. Wenn ihr als Leute vom Fach ein Hörspiel oder Hörbuch hört, wie viel davon ist dann wirklich reines Konsumieren und wie viel ist Analysieren? Oh, das ist eine gute Kommt Frage. Kommt drauf an. Tim? Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt ein Hörspiel höre und das ist richtig gut gemacht, also es nimmt mich gefangen, dann analysiere ich weniger, als wenn es so ein, Hörspiel ist. Also was jetzt nicht so toll gemacht ist, dann denke ich, gut, also die Musik hätten wir jetzt auch besser machen können, und also den Übergang fand ich jetzt nicht so toll, und kommt immer drauf an. Also wenn es wirklich gut ist, dann hält es mich vom Analysieren ab, und dann bin ich auch begeistert von einem Hörspiel. Mhm. Dann interessiert es mich auch, und wenn ich halt so merke, ja, das ist halt so vielleicht ein bisschen schnell produziert oder so, dann komme ich übers Analysieren, also muss ich analysieren irgendwie, weil es mir die Handlung keinen Spaß macht oder irgendwie sowas. Aber du erwähntest gerade schon, wenn es technisch gut gemacht ist. Wie wichtig ist denn da für dich die Handlung, die Story, ist die dann eher zweitrangig oder? Nee, das möchte ich nicht sagen. Also zum Beispiel, wenn ich Holmes-Hörspiele höre von Maritim oder so, die alten Dinger, da muss man sagen, die sind jetzt technisch nicht unbedingt sehr raffiniert gemacht. Also man hat andauernd im Hintergrund irgendwelche Geräuschschleifen, also da fährt andauernd die gleiche Kutsche durch. und die Sprecher sind auch gut, aber die sind halt immer in einem Raum. Du hörst halt, die sitzen da in ihrem Studio und der Raum verändert sich nicht, auch wenn sie draußen sind oder so. Dann finde ich wirklich, da muss man sich drauf einlassen. Also dann finde ich die Handlung wirklich wichtiger als das, wie es gemacht ist. Aber das ist dann eben die Voraussetzung bei diesem Hörspiel. Da geht es nicht darum, dass es besonders inszeniert ist. Okay. Sven, du hast noch gar nichts dazu gesagt? Ja, also ich muss sagen, inzwischen kann ich das besser. Es gab eine Zeit lang, da konnte ich mir fast nichts anhören, ohne zu überlegen, boah, wie haben die das gemacht? Wie kann ich das auch so machen? Oder was für Tricks haben die verwendet? Oder was für Sprecher sind dabei und so weiter? Inzwischen geht das ganz gut. Das ist aber auch wirklich abhängig davon, da bin ich auch Tims Meinung, dass man halt, entscheidend ist halt, was ich höre und wie weit ich mich auf die Geschichte einlassen kann. Und das, ich habe da so einige Sachen, die ich selber sehr, sehr gerne höre, wo mir das auch komplett gelingt, wo ich auch einfach teilweise geflasht bin davon, was ich höre, weil ich das so toll inszeniert finde oder weil ich weil das so unglaublich gute Sprecher sind. Und das geht eigentlich ganz gut. Also ich kann da ganz gut für mich unterscheiden. Wobei ich auch sagen muss, man hört einfach auch weniger, wenn man selber aktiver produziert. Glaube ich, halt so. Oder selber auch in Hörspielen öfter mitspricht oder als Sprecher selber, weil es ist einfach eine Zeitfrage. Klar. Mhm. Aber wenn wir schon dabei sind, du sagst gerade gute Hörspiele, die in letzter Zeit gehört haben. Ich weiß, wir werden das Thema definitiv vergessen. Aber jetzt spontan eine Handvoll Hörspiele, die für euch so absolut, oder Hörbücher von mir ist auch gerne, aber lasst uns bei euch in Hörspielen ruhig bleiben, die so absolut Referenz für euch sind, die aus dem Ärmel geschüttelt, was die Leute, die uns jetzt hier hören, tatsächlich als nächstes auch mal hören sollten, außer eurer eigenen Produktion jetzt natürlich, zu denen wir nachher noch kommen. Wer will anfangen? Oh, ja, Sven, fang mal an. Also was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, das sind die Produktionen von Titania Medien, Gruselkabinett-Serie. Das ist eine sehr schön zugängliche Sache, weil die eher, ich sage mal, gemächlich inszeniert sind eher wie kleine Kammerspiele, sind unglaublich gute Sprecher, die Creme de la Creme der Sprecherzunft, sage ich mal, die in der Regel dort vertreten sind. Sie sind unglaublich toll produziert. Die Gruselkabinett-Serie, ich glaube, es gibt inzwischen 75 Folgen oder so, sind aber alle für sich abgeschlossen. Und das sind alles so diese klassischen Geschichten wie Dracula, Frankenstein und noch ganz viele andere Sachen, die man so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat, die halt als Hörspiele produzieren. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut, weil es gibt sie schon sehr lange und der Erfolg gibt ihnen auch recht. Und Sherlock Holmes gibt es auch von Titania Medien, eine neue Produktion, die sehr, sehr gut ist. Aber es sind halt alles eher so gemütliche, ruhige Sachen, die man ganz entspannt so nebenbei hören kann.
Und ansonsten an anderen Produktionen, die mir jetzt spontan einfallen, auf jeden Fall im Science-Fiction-Bereich Takemo, eine Sache, die leider immer so ein bisschen, die ist nicht ganz so bekannt, die Serie, ist aber eine unglaublich tolle Serie, eine ganz tolle Produktion. Und Marc Brandes natürlich, ist für Science-Fiction-Fans, denke ich, auch so der Name schon so ein bisschen so ein Begriff. Und da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Hörspielserie. Okay, hast du noch welche, die du reinwerfen willst, Tim? Also von Deutschen gibt es jetzt so ganz breit gefächert, also fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt hören im Vergleich zu anderen, aber Titania finde ich auch richtig gut. Es gibt noch aus England eine Firma, die heißt Big Finish Audio. Die machen viele auch Dr. Who-Sachen, ne? Ja. Genau, richtig. Daher kennt man die, aber die machen zum Beispiel auch Dorian Gray. Da geht es halt darum, dass davon ausgegangen wird, dass diese Figur Dorian Gray, was man jetzt aus dem, zum Beispiel gab einen Kinofilm davon, dass es die wirklich gegeben hat und die begegnet dann halt auch quasi geschichtlichen Figuren oder die begegnet auch Sherlock Holmes. Also es vermischt sich ganz viel, das geht durch verschiedene Zeiten und das finde ich sehr spannend, ist aber auf Englisch, muss man auf Englisch hören. Mhm. Ja. Bei englischen Sachen ist mir den letzten, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auch 2011 die letzte Staffel. Die Engländer produzieren ja gerne mal so Radiogeschichten, die sie dann auch als Hörspiel rausbringen, so in Staffeln. Ist eines meiner Lieblingshörspiele, Elven Quest. Ich weiß nicht, ob die einer von euch gehört hat. Nee, leider noch nicht. Die sind also wahrscheinlich so mit irgendwelchen Soundeffekten und Musik gar nicht so großartig ausgestattet, aber die sind vom englischen Humor so dermaßen genial getroffen alles. Also ich weiß nicht, die habe ich also bestimmt schon wie früher meine Star Wars Kassette 20 Mal rauf und runter gehört. Also, das ist mein persönlicher Tipp. Waren das alles kommerzielle Produktionen jetzt? Ja. Ja. Okay, von nicht kommerziellen Sachen, wie sieht's da aus? Und wie sieht überhaupt so der nicht kommerzielle Markt dann eben aus? Ja, ist durchwachsen, kann man so sagen. Also nicht kommerziell bedeutet ja auch, was auch wieder ein Vorteil ist unserer Internetzeit, dass jeder theoretisch ein Hörspiel machen kann. Und da muss man sagen, es gibt Plattformen, wo sich eben Leute treffen, die das einfach als Hobby machen. Und da sind Leute dabei, die machen richtig gute Hörspiele, die funktionieren super. Und es gibt eben welche, die fangen an. Und wenn man jetzt sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man schon, wo man ungefähr was finden kann, was dem eigenen Geschmack entspricht. Mhm. Es gibt aber auch manchmal so, also man weiß eigentlich nie, was man so bekommt, was auch so ein bisschen der Reiz von nicht kommerziellen Produktionen ist. Aber ja, also wie gesagt, durchwachsen. Okay. Also ich glaube, der ganze freie, also ich bezeichne es mal als freier Hörspielsektor, der ist halt nochmal so ein Bereich für sich. Also es gibt da, wir haben ja mit Rick Future auch ein Projekt, auf das wir sicherlich noch zu sprechen kommen, aber das ja auch zum größten Teil frei ist. Also man kann es sich umsonst legal runterladen. Ich selber bin ja Administrator beim Hörspielprojekt. Das ist eine Community, die freie Hörspiele produziert. Mit so einem angebundenen Forum, da treffen sich Leute, schreiben Manuskripte, es sind ganz viele Hobbysprecher da, aber auch ein paar Leute, die es sogar zum Teil beruflich machen und produzieren halt zusammen Hörspiele, die man sich dann halt über hörspielprojekt.de oder über YouTube anhören kann und runterladen kann. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache, weil was wir eigentlich in erster Linie damit machen wollen, ist, jeder davon geht so ein bisschen sein Hobby nach, weil er einfach Lust daran hat oder Lust darauf hat, Hörspiele selber zu machen. Man kann halt, es ist eine unglaublich kreative Plattform. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil man gemeinschaftlich so ein Hörspiel erarbeitet und einfach auch merkt, was da alles so drinne steckt in so einem Hörspiel, über was man sich Gedanken machen muss und was halt alles so wichtig ist für ein Hörspiel. Und was halt ein ganz großer Vorteil ist, dieser Plattform ist, wir machen Lust aufs Hörspiel. Mhm. Und das sehe ich persönlich auch halt bei der ganzen Arbeit an diesem Projekt sozusagen als den besonderen Reiz daran, das Medium-Hörspiel bekannter zu machen, Lust drauf zu machen, weil es ist ja verfügbar, man zahlt nichts dafür. Mhm. Natürlich kann es sich nicht in jeder Hinsicht mit kommerziellen Produktionen messen, aber das will es ja auch gar nicht. Es will neugierig aufs Hörspiel machen und es will einfach die Freiheit nutzen, weil du musst dir ja bei einem unkommerziellen Hörspiel, musst du dir keine Gedanken darüber machen, oh Gott, ob das den Leuten gefällt, ob die das kaufen oder ob das überhaupt von Interesse ist, sondern du machst es halt einfach, weil du Lust hast, diese Geschichte zu erzählen oder dieses Hörspiel zu produzieren. Wer hat denn da den Wellensittich im Hintergrund? Der dreht hier gerade durch. Sehr schön, ich dachte schon, ich habe hier nur die ganzen Soundeffekte, jetzt bringst du auch noch welche ein. Ja, ich habe meinen eigenen Piepmatz hier im Haus. Sehr gut. Ich mach mal eben die Tür ran. Ja, mach ruhig mal. Sven hat einen Vogel. Damit wir das auch schon mal festhalten, genau, Sven hat einen Vogel.
Ich finde das immer so faszinierend. Also bei allen Projekten und Arbeiten, die ich so in meinem langen Leben schon gemacht habe, ging es mir unter anderem auch immer darum, dass man versucht hat, Leuten so mit auf den Weg zu geben, hey, versuch's doch einfach selber mal. Ne? Also ja. Selbst jahrelang hier die Giga-Geschichte beim Fernsehen, bei der ich war, haben wir ja tatsächlich auf so einem Level gearbeitet, dass wir Leuten immer wieder gesagt haben, es ist keine Schande, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Und auch jetzt, als wir mit dem Podcast angefangen haben vor 3 Jahren, habe ich auch immer wieder gesagt, okay, macht's einfach, versucht's einfach. Wir wollen hier natürlich nicht, auch wenn wir jetzt Videobild haben oder so, das ist natürlich überhaupt keine Fernsehproduktion. Wir sind alle keine ausgebildeten Sprecher, weder musisch noch sonst irgendwas. Ne? Aber macht's einfach. Und ich weiß, dass tatsächlich eine Handvoll Podcasts und Web-TV-Projekte so auch als ja, als Verlängerung von unseren so mit entstanden sind, wo Leute sich einfach inspiriert gefühlt haben. Und man muss ja auch ehrlich sein, die technischen Voraussetzungen, zumindest für Podcasts, sind ja so niedrig, wie sie nicht anders sein können. Wie ist denn das beim Hörspiel? Ist da, kann sich da einfach jeder hinsetzen und Sachen machen oder sind die Anforderungen, weil man einfach schon viel, um nochmal weiter auszuholen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwelche YouTube-Videos sehe, die vergleiche ich automatisch mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, echten Fernsehgeschichten. Und da ist die Schere zwischen, okay, das ist Amateur, das ist vielleicht sogar nur Hobby oder das ist noch nicht mal das und das ist professionell gemacht, das finde ich viel größer als bei irgendwelchen Podcasts oder bei Hörspielen weiß ich das nicht. Wie sieht es denn da aus? Also ich bin der Meinung, dass natürlich das heutzutage viel, viel leichter ist, ein Hörspiel selber zu machen. Früher haben die Leute, die Hörspiele produziert haben, die hatten riesen Schneidemaschinen und so weiter und was ein Vermögen gekostet hat. Und heute hast du halt Software, die du zum Teil auch zu sehr günstigen Preisen kaufen kannst, mit denen du fast die gleichen Sachen erreichen kannst. Was die Qualität dann entscheidet, ist halt, wie gut kannst du damit umgehen und was kannst du daraus herausholen und wie kannst du Geschichten transportieren, erzählen und akustisch darstellen und so weiter. Aber das ist doch schon einer der größten Unterschiede, oder? Dazu. Also, wenn ich mich jetzt hinsetze, und das ist mir natürlich auch kein Garant für Qualität, aber diese Art der Podcasts, wie wir sie ja zum Beispiel machen, so wo sich Leute einfach irgendwo hinsetzen, sich ein Thema irgendwo schnappen und quasi die Stammtischdiskussion einfach dann nur eben aufzeichnen, da ist ja tatsächlich keine große Vorarbeit und Ausarbeitung nötig. Bei einem Hörspiel muss ja eine Geschichte existieren. Jeder Dialog muss eigentlich ausgearbeitet sein. Und auch noch mit Musik und mit Soundeffekten ankommt, dann ist der Aufwand natürlich ungleich größer, mal abgesehen von den technischen Aspekten, die vielleicht, wo die Hürden vielleicht geringer sind mittlerweile. Gibt es eigentlich irgendwelche so Improvisationshörspiele, wo einfach dann nur, oder kennt ihr welche? Gibt es bestimmt, aber ob ihr irgendwelche kennt, wo Leute gesagt haben, okay, wir tun jetzt so, als wenn wir in der und der Situation wären und das zeichnen wir jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Spannende Frage, ne? Also es gibt ein paar Hörspiele, die zum Beispiel gibt es das Luferhaus, das ist aber nicht improvisiert, wo Leute wirklich dann vor Ort aufgenommen haben, also wirklich gespielt haben und der Ton mitgeschnitten wurde. Aber so Improvisationshörspiele habe ich persönlich jetzt noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie es Sven da geht. Nee, also wobei das jetzt eben auch eine kommerzielle Produktion ist, von der Tim spricht. Und im freien Sektor kann ich es eigentlich auch nicht. Also wir haben jetzt beim Hörspielprojekt halt so eine Sachen wie nehmen wir Shorties. Das sind so Sachen, die relativ spontan einfach geschrieben werden. Das dient halt für Leute, die einfach mal anfangen wollen und nicht gleich ein komplettes Hörspiel von 50, 60 Minuten produzieren wollen, sondern dann eher sowas von 10 Minuten machen. Und das ist schon eine Sache, die relativ spontan entsteht. Aber es ist auch nichts, wo man sich einfach zusammensetzt und spontan ein Hörspiel spricht. Das ist sowieso eine Sache, die man im Hörspielbereich, also egal, ob du jetzt kommerziell oder unkommerziell arbeitest, halt selten hast, dass du direkt im Dialog Sachen aufnehmen kannst. Das ist eigentlich sehr, sehr selten. Meistens wird immer geixt. Also das heißt halt, dass ich bekomme halt meinen Text und spreche den ein und habe aber den Dialogpartner nicht wirklich vor mir. Das ist eigentlich so, werden in der Regel Hörspiele aufgenommen, also in jedem Bereich. Ist eigentlich immer Luxus, dass man tatsächlich zusammen spielen kann. Ist immer das Schönste, aber es ist nicht die Regel. Okay. Ja, ich dachte nur so, viele Sachen lehnen sich ja irgendwie in so Theatergeschichten an, von der Produktion her vielleicht auch so. Und da ist ja so Improvisationsklamotten, die sind ja eigentlich ganz groß, vor allen Dingen auch im englischsprachigen Raum. Na gut, dann vielleicht mal tatsächlich wieder eine Inspiration für irgendjemanden, sowas mal auszuprobieren. Das stimmt. Ich bestimmt nicht. Also ich glaube, das ist ein Bereich, der jetzt auch gerade vom schauspielerischen Hintergrund natürlich reizt. Also wenn man selber auch als Schauspieler tätig ist oder so, ist das, glaube ich, noch besonders reizvoll, weil du halt, du kannst dir direkt zueinander zuspielen. Also ich glaube, das ist sowohl für die Hörer als wie auch für die Leute, die dann eben sprechen und in den Rollen spielen, nochmal besonders spannend. Das stimmt. Aber kenne ich so ansonsten in dieser Form gar nicht. Siehste, haben wir gerade erfunden. Sag ich jetzt einfach mal. Hast du erfunden? Ja. So, warte mal, wo ist hier der Applaus? Da, so.
das schon sein? Wir müssen das olle Soundboard immer noch hier haben. Ja. So. Aber wo kamen wir jetzt eigentlich her? Das war ja wieder nur so ein Einschub. Ja, ja. Was ich noch sagen wollte, was ich nicht vergessen wissen möchte, du sagtest ja, die nicht kommerziellen Sachen, die sind halt auch ein bisschen anders und was man auch sagen muss, im nicht kommerziellen Bereich gibt es dann halt auch Sachen, die du nie verkaufen könntest. Entweder weil das Format nicht stimmt, wie diese Shorties, weil die zu kurz sind, oder weil du irgendwelche Themen ansprichst, die vielleicht nicht so breiten Massengeschmack treffen oder so. Ja. Also man hat halt auch in dem nicht kommerziellen Bereich viel mehr Möglichkeiten und das macht auch gerade dann das Wertvolle aus, dass es nicht einfach nur in billig sozusagen ist, was eigentlich mit Sprechern bezahlt werden müsste und sowas, sondern dass es ja was Neues ist, was es eben nicht im kommerziellen Bereich gibt. Finde ich auch ganz wichtig. Okay, jetzt noch mal ganz zurück, was wir überhaupt noch nicht beantwortet hatten, wo ich wieder durch irgendeinen blöden Gedanken euch abgelenkt habe. Wir waren vorhin eigentlich noch beim Thema gespielt, wo kriege ich jetzt eigentlich meine Hörspiele her, wenn ich denn welche haben will? Sowohl die kommerziellen als auch die nicht kommerziellen, habt ihr ja gerade schon euer Projekt erwähnt und auch die, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, das habe ich gerade noch gelesen. Egal. Wo würdet ihr euch Hörspiele jetzt besorgen? Ja, also wenn man jetzt wirklich sehr nett sein möchte und einem wichtig ist, dass die Labels davon leben können, dann kauft man die am besten direkt beim Label. Also entweder auf der Website von denen oder man kauft sich eine CD. Aber man kann natürlich auch zu Audible gehen und sowas. Sie haben auch ein tolles Angebot und so weiter. Aber man muss wissen, dass dann die Leute, die das Hörspiel gemacht haben, nicht unbedingt viel davon abbekommen vom Kuchen. Mhm. Und deswegen muss man immer wissen, also wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ist es auf jeden Fall cool, wenn man sich es trotzdem kauft und dann eben guckt, wo ist es am billigsten. Im Internet logischerweise. Dann irgendwie, weiß ich nicht, Amazon oder so. Aber wenn einem wichtig ist, dass die Serie auch weitergeführt wird, wenn es eine Serie ist oder so, sollte man schon gucken, dass man möglichst nah am Ersteller des Hörspiels kauft. Das finde ich auch sehr lobenswert, dass du das jetzt erwähnst. Das ist ja bei vielen Projekten so, ne? Ja, also vor allen Dingen bei Audible, um das nochmal kurz einzuspielen, das ist eine tolle Plattform natürlich. Also als Hörspielmachender ist man, ist man natürlich dankbar, dass es so ein Portal gibt, was so verbreitet ist. Und die fahren halt ein für Hörer sehr günstiges Abo-Modell, das heißt, du zahlst einen festen Beitrag im Monat und bekommst dann deine gewisse Portion an Hörspielen und Hörbüchern, so du magst. Das Problem ist einfach, und das muss man einfach auch mal so sagen, dass für kleine Label da nicht sehr viel übrig bleibt. Die kriegen vielleicht im Schnitt 10-15% vom Verkauf eines solchen Hörspiels und davon kann kein kleines Hörspiellabel leben. Und es gibt leider einige sehr, sehr gute Leute, die großartige Sachen gemacht haben, die einfach sich gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr für uns. Wir müssen es bleiben lassen. Okay. Und das finde ich eine ziemlich traurige Entwicklung. Mhm. Also da würde ich dann eher zu anderen Portalen greifen oder mir überlegen, ob ich so ein Abo wirklich abschließen will. Aber das ist natürlich, wenn es da ist und wenn ich jetzt einfach nur Hörer bin, dann natürlich greife ich zu so einem günstigen Angebot, weil ich das toll finde. Mhm. Man macht sich halt nicht unbedingt Gedanken darüber, was bleibt eigentlich letzten Endes bei den Leuten, die diese Hörspiele machen. Denn das Hörspiel ist nun mal trotz alledem eher ein so Nischenprodukt. Und da ist man dann eben auch als kleineres Label auf jeden einzelnen Verkauf angewiesen. Und wenn dann, es nützt dir halt nichts, wenn dann ganz viele von denen runtergeladen werden, du aber so ein ganz kleines Stückchen vom Kuchen abbekommst. Eigentlich sollte das genau umgedreht sein. Hm. Aber das ist es leider. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Problem. Wie finde ich als potenzieller Konsument überhaupt die Hörspiele? Ne? Also ja, da bieten sich natürlich dann die großen Plattformen einfach an, weil klar, da habe ich eine irrwitzige Liste an Titeln. Aber du hast ja gerade schon euer eigenes Projekt erwähnt. Es gibt auch mit Sicherheit dann auch, egal ob für kommerzielle oder nicht kommerzielle Hörspiele, irgendwelche Blogs, irgendwelche großen Webseiten, die gerne mal Empfehlungen aussprechen oder wo dann regelmäßig Rezensionen stattfinden. Fallen da spontan ein, zwei zu ein? Oder damit wir eben auch von diesen kommerziellen Shops einfach mal wegkommen und sagen, hier, da findet ihr Inspiration. Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Playtaste. Das ist so ein kostenloses Magazin. Ich glaube, playtaste.de, einfach mal googeln oder so. Das erscheint alle paar Monate. Da steht immer alles drin, was mit Hörspielen zu tun hat. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ansonsten kann man auch schauen auf der Seite der Hörspielgemeinschaft.de. Mhm. Das ist so ein Verein von kleineren Labels und auch größeren Verlagen, die sich zusammengetan haben. Audible ist auch dabei, man möge mir verzeihen. Das ist halt so eine Gemeinschaft, die sich einfach zusammengesetzt haben und die versuchen, das Hörspiel präsenter zu machen. Die haben ganz coole Aktionen. Die sind jetzt gerade vom 7. bis 8. Juli in Köln
Hörspielarena nennt sich das. Und da kann man halt hin, das ist in Kulturbunker Köln-Mannheim oder so. Und da kann man halt hin und kann sich gucken, was gibt es hier so an Hörspielen. Da sind auch viele Hörspielmacher, Leute, die sich selber mit Hörspielen beschäftigen und so. Und das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man da in der Nähe ist. Cool. Oder eben direkt auf der Seite der Hörspielgemeinschaft schauen. Da sind auch immer ganz interessante Links zu sämtlichen Verlagen und zu Neuigkeiten. Aber die Playtaste ist ein cooles Magazin, kann ich empfehlen. Siehste, da haben wir doch dann schon mal abseits des reinen Kommerz dann irgendwelche Geschichten. So, ja. Unabhängig und davon, es ist umsonst. Genau, unabhängig nichts. Davon, welche Themen mir jetzt gleich wieder einfallen, lass uns mal zu eurem Hörspielprojekt kommen. Tim war ja so nett und liebenswürdig und hat mich vor einiger Zeit schon auf das Projekt aufmerksam gemacht. Ich muss zugeben, ich habe bis dato dann noch keine Folge gehört gehabt, weil ich hatte es mir immer wieder gebookmarkt und fange ich direkt mit meiner Lebensgeschichte zu Rick Future an. Ne? Also euer Projekt heißt Rick Future, um das tatsächlich dann auch mal vorwegzunehmen. Es wird ja auch die ganze Zeit schon eingeblendet für die Leute, die den Videopodcast sehen. Rick-Future.de, da findet man alles. Und als Tim mir das mal vorgeschlagen hatte, hatte ich es mir angeguckt, war erstmal komplett geflasht, weil er direkt erwähnt, es ist ein nicht kommerzielles Produkt. Du kannst dir die Haupthörspiellinie kostenlos runterladen und es ist mit unglaublich genialen Grafiken und Artwork versehen gewesen, wo ich gedacht habe, wow, was ist denn da los? So, und dann kam aber die erste Bremse bei mir und dann habe ich dann so die ersten Infos gelesen und habe dann gelesen von irgendeinem Roboter namens Efi und einem Außerirdischen namens Hubert und da war dann schon wieder, oh, nee, das klingt eher wie eine Klamotte. Ne, und deshalb wurde das erstmal so nach hinten geschoben. Als ich dann in Vorbereitung dieses Podcasts tatsächlich mal in einige Sachen reingehört habe, war ich A, unglaublich geflasht, was die Production Values, was wir spielen ja immer so schön sagen, wie hoch die sind, dass es unglaublich und unfassbar gut alles klang und wie schnell ich in die Story reingezogen wurde, dass ich da echt gesessen habe und gedacht habe, verdammt, du musst jetzt arbeiten, du kannst jetzt nicht hier irgendwie weiterhören, das geht nicht. Wenn ich irgendwelche Programmierleistungen machen soll, dann kann ich jetzt nicht irgendwie, unglaublich. Also da waren dann tatsächlich Hubert und Efi erstmal komplett vergessen, so von den Namen her, ne? Also doch keine Klamotte, sondern tatsächlich durchaus, und nicht nur durchaus, sondern absolut erwachsene Themen und wirklich gut. Also das nur zu meiner Heranführung an diese Geschichten. Habt ihr toll gemacht, muss ich mal direkt sagen. Danke. Nicht schlecht. Danke. Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt da weiter? Jetzt habe ich gelobt, jetzt muss ich erstmal wieder auf ein normales Niveau irgendwo kommen. Und das ist eure Science-Fiction-Serie. Die ist, als Vorbild hast du vorhin schon erwähnt, so Captain Future hattet ihr, du bist ein alter Perry Rhodan-Fan, hast auch gesagt, Commander Perkins und sowas. Genau, also im Grunde genommen die Entstehungsgeschichte, fangen wir mal ganz von vorne an. Also warum sowas wie Rick Future eigentlich entstanden ist, war natürlich, weil ich sowas wie Rick Future immer cool fand. Also ich bin Fan, wie man vielleicht schon gehört hat, von Flash Gordon, das fand ich total cool. Ich fand Buck Rogers sehr cool, Star Wars natürlich, Enterprise, also alle diese Space Operas haben mich schon immer total angefixt, die fand ich schon immer toll. Und die Geschichte die ganze Idee zu Rick Future hatte ich schon vor vielen Jahren, wo ich immer dachte, und dann irgendwie die und die und dann gibt es noch die und die Spezies und so und hat sich dann dieses Universum so ein bisschen ausgebreitet gedanklich. Und irgendwann, und das war so die Zeit, als ich dann auch wirklich zufällig über das Hörspielprojekt stieß, da war ich auch noch gar nicht groß involvierter, habe ich dann gedacht, ich mache da jetzt einfach mal ein Hörspiel draus. Und dann habe ich die erste Episode gemacht und die zweite Episode und habe alle Rollen selbst gesprochen. Auch Efi. Sehr schön. Die gibt es nicht mehr zum Download, eher jetzt irgendwelche Fragen auftauchen. Nee, alles vernichtet. Alles vernichtet. Aber das war halt auf jeden Fall der Anfang davon. Und das habe ich dann beim Hörspielprojekt auch zur Verfügung gestellt. Habe gesagt, ja, ich habe hier mal was gemacht und so. Wie findet ihr das denn? Und dann kam das aber so gut an, dass ich dann angefangen habe, das ein bisschen ernsthafter zu machen. Und dann haben wir halt geschaut, okay, dann besetzen wir mal die Rollen. Dann haben wir halt die Efi mit der Michelle Martin gesetzt und den Hubert sprach dann der Ralf Sarge Pappas und die sprechen sie auch heute noch in dieser Konstellation. Und so kam es dann zu den ersten Hörspielveröffentlichungen und jetzt läuft die Serie fast 7 Jahre. Unglaublich. Also man lässt sich ja wirklich schnell durch irgendwelche Texte abschrecken, aber nee, also wirklich, jeder, der im Vorfeld gesagt hat, oh, Hörspiele, langweiliges Thema, jeder, der gesagt hat, ach komm, wenn er schon Roboter Efi heißt, die ja gar nicht Efi heißt, sondern nur so abgekürzt ist, das kann nicht sein. Nein, ihr werdet eines Besseren belehrt. Und um das auch tatsächlich jetzt mal zu beweisen, erlaube ich mir einfach mal irgendwie so ein paar Sekunden vorzuspielen, mittendrin aus der, glaube ich, der aktuellsten Folge. Da wird alles gespoilert, also braucht die anderen Folgen nie wieder zu hören. Nein, Quatsch. und dann sehe ich tatsächlich, wie hoch die Production Values da sind. Das ist unglaublich. Also ab dafür. Braune Staubstürme vernebelten die Atmosphäre und schluckten fast die Scheinwerferkegel des Shuttles.
Willkommen auf dem Planeten Trübsal im Schwermutsystem. Die beiden Sonnen erschienen wie dämmerig glühende Kohlen durch den Schleier, in den sich der namenlose Kontinent unter ihnen hüllte. Mann, was für eine trübe Suppe. Ohne Scanner müsste ich komplett blind fliegen. Hätten sich deine Leute nicht ein lauschigeres Plätzchen suchen können, Söhnchen? Wie ein Planeten mitten in der Eiszeit? Touché. Wer weiß. Vielleicht hat es hier früher ein bisschen rosiger ausgesehen. Wenn ja, dann hat der Staub alle Überreste von Zivilisation weggeschmörgelt. Dieses Kraftfeld ist das einzige Zeichen dafür, dass hier mal was gelebt hat. Unglaublich, oder? Also, jetzt kloppt euch mal wirklich nicht nur virtuell, sondern echt auf die Schulter. Das finde ich toll. Also, das muss ich nicht hinter den großen Produktionen verstecken. Ja, da haben wir auch alle, da haben wir sozusagen die Hauptcrew auch gerade gehört. Also die etwas brummelige Stimme, das war der Hubert, der Reibsarch Papas, Efi, Michel Martin und der Erzähler Markus Raab. Das war so unsere Stammcrew, sag ich mal. Ist das Huberts echte Stimme oder ist die noch ein bisschen verzerrt, nein, damit die so klingt? Hubert, oder? Ja, der hat einen Effekt drauf. Alle Golvonen sind eher so ein bisschen so in der Sprache. Mhm. Und das ist aber ein Effekt, der muss nicht wirklich so sprechen, der Arme. Und da sind wir jetzt direkt schon, das Grummelige liegt ihm schon so. Sehr gut. Hier kommt von Wampe im Chat gerade noch was. Er hat gerade mal auf eurer Seite geschaut. Schade, dass nicht alle Folgen momentan zur Verfügung stehen. Er wollte morgen auf der Arbeit direkt mit der ersten Staffel loslegen. Ja, das ist so eine Sache. Auch gerne, ja, aber er kann leider nur bis Folge 3 hören. Genau, Moment. Das ist mir auch so aufgefallen, als ich dann eben komplett angefixt war, dass ich gesehen habe, mitten in der ersten Staffel ist dann jetzt erstmal so ein kleiner Bruch drin, weil ihr da eine sogenannte Second Edition rausbringen werdet, ne? Ja. Ja, genau. Damit alles auf einem technischen Stand ist sozusagen. Genau, das war eigentlich die Motivation dahinter. Wir wollten halt einfach, dass, wenn man jetzt einsteigt mit der Serie, also die erste Folge ist halt vor gut 7 Jahren entstanden. Und wenn man sie im Vergleich zu den Produktionen hört, die wir heute mit Rick Future machen, ist das ein Riesenunterschied. Das bleibt natürlich einfach nicht auf. Was aber nun mal der Fall ist, wenn du dir jetzt die Folge anhörst und du hörst den Produktionsstand von vor 7 Jahren, dann rechnest du nicht unbedingt damit, dass der dann eben später mal so viel besser wird. Und man muss sich dann so ein bisschen auch durchkämpfen und schauen, dass man so ein bisschen den Zugang findet. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir nutzen die Möglichkeit, machen die ersten Folgen einfach nochmal. Auch die Manuskripte sind neu geschrieben. Inzwischen ist ja Dane Rahlmeier als Autor mit in das Team gestoßen, der die ganzen Manuskripte nochmal neu geschrieben hat für die erste Staffel und mit dem wir auch in der dritten und dann auch der kommenden vierten Staffel zusammengearbeitet haben oder arbeiten werden. Und wir sind ja sozusagen jetzt dieses feste Produktionsteam, also der Tim, ich und Dane Rahlmeier. Und und das wollten wir halt einfach nochmal neu auf dem Niveau machen, das wir halt mit den aktuellen Folgen haben. Das war einer der Hauptgründe dafür. Mhm. Okay, das heißt, es hält aber niemanden davon ab, jetzt schon einzusteigen. Die letzte Second Edition, die kam ja, glaube ich, im April sogar schon, mit irgendwie Die letzten Krieger hieß die Folge, glaube ich, ne? Die vergessenen Krieger. Und vergessen, jetzt halt, die nächste Folge ist halt jetzt schon in Vorproduktion. Wir beginnen jetzt wahrscheinlich noch diesen Monat mit den Aufnahmen dafür. Die sollte dann auch im Juli fertig werden. Wir versuchen das zumindest. Und danach kommt noch die 5. Folge und dann ist der Kreis auch fast geschlossen. Also jetzt unabhängig davon, dass ich natürlich auch eher so ein Mensch bin, der komplett alles durchhören will, wäre es ein Problem, wenn man dann direkt mit der 2. Staffel einsteigt und man hört die erste dann nachher? Nö, das eigentlich nicht. Also was natürlich nicht ausbleibt, ist, dass man sich damit natürlich so ein bisschen spoilert. Also wenn man sich den Genuss wirklich so komplett nicht nehmen möchte, um irgendwie zu viel zu erfahren, dann sollte man warten, bis die entsprechenden Folgen rauskommen. Aber das ist ja im Grunde genommen, wenn man jetzt andere Serien hat, da ist es ja auch so, dass man zwischendurch ein bisschen warten muss, bis die neue Hörspielfolge kommt. Was wir aber machen wollen, wir wollen die Second Edition in diesem Jahr noch abschließen. Damit wir dann auch relativ bald mit Staffel 4 weitermachen wollen, weil wir haben jetzt im Moment Staffelpause. Folge 18 ist jetzt, dann ist die Ende des Jahres, letzten Jahres rausgekommen. Und wir machen jetzt eine Pause bevor wir mit der 4. Staffel anfangen, weil wir halt diese Second Editions fertig machen wollen, damit die Leute dann endlich die ganze Serie hören können. Okay, hier ist dann passend dazu nämlich auch eine Frage im Chat von Dirk. Aber macht das nicht gerade den Reiz aus, die Anfangszeiten zu hören und dann die Entwicklung zu sehen? Er hört zum Beispiel immer noch die alten 3 Fragezeichen, lieber als die 9. Ja, klar. Ja, das ist so ein Streitpunkt auch gewesen. Aber das Problem ist einfach, also es gibt Nostalgiker, die finden das toll. Aber wenn du jetzt jemandem sagst, die Serie, die musst du unbedingt hören und dann hörst du rein und das ist so ein bisschen komisch vielleicht. Also die waren teilweise nicht so ganz ausgegoren, wie sie heute sind. Also die Machart war ein bisschen anders. Und dann hast du einfach einen falschen Eindruck von der Serie. Und das war auch so ein Punkt, wo lange überlegt wurde, lange diskutiert wurde. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, damit es einfach wirklich aus einem Guss ist, damit man ein Universum wirklich hat. Und
Vor allen Dingen, was man auch noch sagen muss, in der Second Edition wird jetzt teilweise auch ein bisschen ausgebügelt, was vielleicht an Logikfehlern drin gewesen wäre. Ja, Logikfehler. Also als die Serie angefangen hat, war sozusagen noch gar nicht, ich habe ja Rick Future nicht als sowas geplant, wo ich dachte, das werde ich in 7 Jahren noch machen und das wird ein richtig großes, tolles Projekt und dann werden alle Rick Future kennen, so nach dem Motto. Sondern ich habe halt einfach gemacht so, ach, ich mach mal eben und guck mal, ob das was werden könnte. Ich finde die Idee cool, mal gucken, wie es den anderen gefällt. Und da hast du natürlich noch nicht diesen Hintergrund gehabt, weil das Rick Future-Universum ist ein riesiges Projekt und inzwischen eben auch dementsprechend ausgearbeitet. Das war jetzt, als das Ganze angefangen hat, noch nicht der Fall. Und die Second Editions geben uns natürlich die Möglichkeit, das komplett aus einem Guss zu machen, weil dieses ganze Universum halt auch so ausdefiniert ist und wir genau wissen, was passiert und auf was wir achten müssen und wie die Zusammenhänge sind. Das war am Anfang, als das Projekt angefangen hat, überhaupt noch nicht so der Fall. Okay. Kurzer Exkurs. Logikfehler. Ja. Da brauche ich eben noch den Satz. Ja, Logikfehler auch deswegen, weil sich zwischendurch auch umentschieden wurde, wo es hingehen soll. Und dann wurde das halt noch so ein bisschen in die Richtung gelenkt und dann heißt zum Beispiel meine Figur anders. Ach so. Und das muss man dann eben anfassen. Alles klar. So, ich habe ja gesagt, ihr könnt euch auch über Skype eintragen und wir haben tatsächlich einen Anrufer jetzt, der nicht unbedingt zu eurer Serie jetzt was sagen will, aber der grundsätzlich was sagen will. Hallo. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, könnt ihr mich hören? Wir können dich super hören. Kannst du uns hören? Jawohl. Ja, exzellent. Ja, ist doch prima. Du hast Thema Nischenprodukt-Hörspiel. Ja. Was willst du dazu sagen? Ja, ich will eigentlich dazu sagen, dass ich finde, dass allgemein Hörbücher nicht wirklich Nischenprodukte sind, denn ich habe relativ viele bei mir im Regal stehen. Unter anderem ja einige von den 3 Fragezeichen, Point Rhythmark, das war mal eine Zeit lang aktuell. Und andere von diesen Detektivserien, die ich persönlich sehr spannend finde. Das heißt, für dich sind Hörspiele eben nicht die kleine Nische, sondern schon elementarer Medienbestandteil deines Lebens. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die mehr Anerkennung verdienen als bisher. Okay. Ja. Also, wie soll ich sagen? Ich finde es einfach sehr schön, dass sich welche die Mühe machen, einen versuchen, nicht nur ein trockenes Buch vorzulesen, was man eben nicht selber lesen muss. Wobei selber lesen einfach mehr Spaß macht. Genau. Sondern versuchen, einem gewissen Filmfeature zu geben. Sprich, dass man sich das vorstellen kann, wie man will, aber man hat so die Vorgaben und man kann auch Gespräche wirklich sich besser vorstellen. Okay. Das heißt, für dich sind die Hörspiele immer präsent gewesen. In deiner Jugend hatten wir gerade das Thema ja ganz am Anfang. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Bist du da auch mit Hörspielen direkt eingestiegen? Die üblichen, die jeder so gehört hat? Oder wie bist du zu Hörspielen gekommen? Ich bin tatsächlich immer noch jugendlich. Okay. Hörspielen komme ich relativ früh. Also das war so, mit 6 Jahren ungefähr, wo ich das erste Hörbuch bekommen habe. Hörbuch? Oder das Hörspiel. Hörspiel. Nee, Hörspiel. Und dann kamen später Hörbücher, weil ich so voll war, Harry Potter zu lesen. Waren mir einfach zu dick zu der Zeit. Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also ich bin ja also jemand, der viel liest. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, abgesehen davon, dass ich ja bei Hörspielen sofort einschlafe, oder in der Hörspiel nicht mal, bei Hörbüchern sofort einschlafe, wenn ich auch nur 3 Sätze gehört habe. Also das ist das beste Schlafmittel für mich. Da könnt ihr mich gleich wieder verschlagen, ihr beide, aber egal. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich mich selbst ins Aus katapultiert. Bei Rick Future bist du ja nicht eingeschlafen. Nee, das ist ja auch kein Hörbuch. Gut. Das ist ja auch ein Hörspiel. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe bei Hörbüchern tatsächlich immer wieder das Problem, dass die Leute mir einfach zu langsam sprechen. Ich lese jedes Buch viel, viel schneller. Und wenn ich dann gerade so einen dicken Wälzer oder am besten alle Harry Potter-Romane als Hörbuch hören, weil so gut gesprochen die ja tatsächlich sind und waren und überhaupt, das dauert mir einfach zu lang. Also deshalb sind Hörbücher nie eine Alternative für mich, gegenüber dem Buch selbst zu lesen. Ich habe die meistens parallel zu den Hausaufgaben laufen lassen. Ach das so. Hat auch wahrscheinlich die minderwertige Qualität von denen erklärt, von den Hausaufgaben. Auch nicht schlecht. Da sind wir wieder beim Thema mit, was Sinnvolles nebenbei machen oder es als Hauptbeschäftigung verstehen. Alles klar, haben wir auch verstanden. Okay. Da bewundere ich aber dann deine Multitasking-Fähigkeit, weil ich kann eigentlich kaum was anderes machen, wenn ich Hörspiele höre oder so. Dann kann ich nur Sachen machen, wo ich nicht groß nachdenken muss. Du weißt ja nicht, wie die Hausarbeiten dann aussahen, ne? Ich habe die Bücher dann nachher nachgelesen. Sehr gut. Und momentan habe ich im Regal die 11 Bücher von Schwert der Wahrheit, also von Terry Goodkin, die Reihe stehen, durch. Das sind auch so 11 Bücher mit durchschnittlich 800 bis 900 Seiten
Und ich weiß nicht, ob ich die weiterlesen soll. Der hat ja noch Fortsetzung dazu geschrieben. Das heißt, die würdest du dir als Hörbuch dann holen, oder? Ja, die würde ich dann auch selber lesen, weil ich einfach schneller bin und weil es einfach mehr Spaß macht. Okay. Die Serie Rick Future, die beiden Herrschaften hier verbrechen, kennst du die? Bin ich heute erst durch euch drauf gekommen. Super, dann weißt du, was du als nächstes zu tun hast. Ne? Erstmal alle runterladen und dann gibt es oben in der Navigation noch so einen Spendenknopf. Da kannst du dein letztes Hemd hergeben, dass die Jungs weitermachen. Und wir haben auch das Lesen zu Rick Future, kann man auch noch mal erwähnen. Ja. Es gibt ja auch, wir haben ja gerade den ersten Roman veröffentlicht, den darf man kaufen über Amazon. Den habe ich zufällig hier liegen. Soll ich den mal in die Kamera halten? So sieht er aus. Ich habe nur den Audio-Livestream. Garlin ist einer der Charaktere, der immer wieder auch in der Hauptserie vorkommt. Ne? Irgendwie geheimnisvoll, soweit ich das mitgekriegt habe. Also der einzige seiner Art. War das nicht so? Ja, genau. Also er ist auf der Suche nach den letzten Überlebenden seines Volkes, von denen er hofft, dass es sie noch gibt. Und das, damit beschäftigen wir uns in diesem Roman. Das ist so ein Spin-off der Hörspielserie. So, und ich möchte damit nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, ne, und mich selber loben. Ich habe mich vorbereitet auf das Thema. Ja, es ist nicht so, dass ich einfach unvorbereitet hier sitze. Nein, ich habe mich vorbereitet. Und das ist im Rahmen eines Quopcasts unglaublich selten. Ne? Also, Ich fühle mich sehr respektiert. Siehste, so muss das auch sein. Hallo. So, möchtest du noch irgendeine Anmerkung abgeben, bevor ich dich jetzt wieder aus dem Skype rausschmeiß? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich eure Arbeit sehr schätze, vor allen Dingen deine, Micha. Und ich finde nicht, dass du wirklich immer desorganisiert bist. Das freut mich. Das freut mich. Das ist schön. Was hast du denn mal bezahlt? Ich verfolge euch weiterhin. Schönen Abend noch. Alles klar, ja, wünschen wir dir auch. Und bleib dran, bleib im Chat noch, ne? Tschüss. Auf jeden Fall. Bis später, tschüss. Bis später, das hört sich jetzt so an, als wenn ich ihn wirklich bezahlt hätte. Ne? Als wenn ich nach dem Podcast runtergehe, hast du gut gemacht, hast du gut angerufen. War aber nicht so. Yeah. Hier rufen Leute aus freien Stücken an, so ist das. So, zurück zu eurer Serie. Aber das ist ja tatsächlich, als ich das so gelesen habe, ihr greift ja auch so sehr viele dieser ganz klassischen Sci-Fi-Klischees auf, ne? Der letzte Außerirdische seiner Art und eben die Roboterdame und geheimnisvolle Mächte, die da irgendwo, das ist ja immer so. Aber es ist schon wirklich ernst gemeint. Ne? Ihr seid nicht irgendwie, es gibt viele Parodieprojekte, es gibt viele, wie ich vorhin schon sagte, so Klamotten oder so. Ihr versucht wirklich ein waschechtes Science-Fiction-Projekt zu sein, oder ihr seid es sogar, ihr versucht es nicht nur zu sein, sondern ihr haut in die Vollen, ne? Also ist nicht einfach nur so Späßchen, sondern ihr seid ein ernstzunehmendes Science-Fiction-Projekt. Ja, das kann man schon auf jeden Fall sagen. Also Rick Future ist kein Slapstick oder so. Und diese klassischen Elemente, die man findet, die haben wir auch, die verwenden wir ganz bewusst, weil das ist ja das, was wir selber auch cool finden. Wir machen ja Rick Future in der Form, weil wir Geschichten in der Form, Space Operas in der Form einfach cool finden und weil es da auch gar nicht mehr so viel gibt, weil das eben eher so was Klassisches ist. Also ja. Irgendwie der letzte Überlebende seiner Spezies, dunkle Mächte, die Galaxis bedrohen und so weiter. Denkt man so, ja gut, okay, das habe ich irgendwie alles schon mal gehört. Aber ich glaube, wenn man das in der spannenden und tollen Form irgendwie inszeniert, dann packt es einen halt nach wie vor. Ich glaube, solche Geschichten sind zeitlos und ich wollte genau sowas mit Rick Future halt machen. Dieses palpige Science-Fiction-Element finde ich persönlich halt toll. Deswegen halt auch einfach so diese geistigen Vorbilder. Sehr, sehr cool. Das ist auch, wir machen auch quasi eine Liebeserklärung teilweise an die Sachen, die wir gerne mögen und versuchen halt auch manchmal, wenn es sich anbietet, irgendwas Kleines mit reinzupacken. Zum Beispiel jetzt in der Folge 3 gibt es so eine kleine Anspielung auf Captain Future und sowas. Das versuchen wir halt auch noch mit reinzumachen. Okay. Also wir streiten gar nicht ab, dass wir das Rad nicht neu erfinden, aber das war eben auch nicht, das war nicht das Ziel, weil wir wollten was Klassisches machen. Einmal das natürlich, es gibt sowieso schon alles, aber ich finde eben auch, Das hat ja auch einen guten Grund, dass es bestimmte Ideen, dass die sich immer wiederfinden oder dass sie eben so ein klassisches Element sind, weil sie einfach gut sind und weil das einfach Spaß macht, sich auf so ein Universum einzulassen. Absolut. Und ich glaube, was halt auch einen ganz großen Reiz ausmacht, das sind halt die Charaktere selbst. Du brauchst halt Figuren, die irgendwas Liebenswertes, die was haben, was man toll findet. Und ich persönlich glaube, das haben wir mit Rick Future ganz gut geschafft, dass man sich schon dafür interessiert, wie geht es den Charakteren, was treibt Rick, was treibt Garland natürlich und Efi und Rick und ach und überhaupt. Wir haben da ja so einige Themen, die auch immer wieder eine Rolle spielen, die sich auch durch die ganze Serie ziehen. Ich glaube, das macht im Ganzen schon Spaß, das zu hören. Hier im Chat kam gerade noch von Dirk nochmal, er ist der Meinung, dass es in Zeiten von YouTube und Co. kaum noch Jugendliche gibt, die Hörspiele hören. Er sieht das an seinen Kindern. Ist das was euch auch so irgendwie so auffällt, dass
ja, also es ist kein Nischenprodukt, aber so wie wir damals damit angefangen haben, so wird heute wahrscheinlich nicht mehr damit umgegangen, oder? Ist so, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Zugänglichkeit heute, also man kriegt das Hörspiel heute nicht mehr so in die Wiege gelegt, glaube ich, wie es früher war. Also weil das Hörspiel einfach nicht mehr so diese Präsenz hat. Und da sehe ich auch eine Möglichkeit der freien Hörspiele natürlich, aber eben auch generell eine Möglichkeit, so Leute zu erreichen durch Portale, auch wie YouTube witzigerweise. Wir stellen ja zum Beispiel die kostenlosen Episoden auch auf YouTube zum Anhören zur Verfügung. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich die Hörspiele über YouTube hören. Also man denkt ja so, YouTube-Hörspiele, wie geht das denn? Ja. Und wir haben halt einen eigenen YouTube-Kanal, wo man sich die ganzen Episoden anhören kann und wo wir dann auch mal Making-ofs oder irgendwelche Trailer reinstellen. Wir haben auch einige Trailer produziert zur Hörspielserie, die man sich dann auch angucken kann und so weiter. Und das wird auch erstaunlich viel genutzt. Und darüber erreichen wir auch viele, viele junge Leute, die auch dann sagen so, ach Mensch, das sind Hörspiele, da habe ich ja irgendwie mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Ja, cool. Mhm. So, das finde ich eigentlich ganz toll. Da bin ich immer sehr glücklich, weil ich dann denke, super, da haben wir neue Leute erreicht und aufs Hörspiel neugierig gemacht. Und das tut, glaube ich, dem Hörspiel generell in jeder Form gut. Also ob nur unkommerziell oder kommerziell, ist egal. Solange man die Leute aufs Hörspiel neugierig macht, ist das schon eine tolle Sache. Sehr gut. Ich muss noch mal ein ganz anderes Thema reinschmeißen, weil Tim uns ja gleich auch hier schon verlässt, weil er sich ja irgendwie noch mit Hans Zimmer treffen muss und den zieht er natürlich vor. Genau. Deshalb die Production Values noch mal. Und ich habe gerade eben schon einen Ausschnitt aus einem tatsächlich, also ein echtes Kapitel aus so einem Hörspiel von euch vorgespielt. Und Tim, der ja maßgeblich hier für die Musik verantwortlich ist, hat auch für einen euer Ablegerprodukte, nämlich den Aszendent Mars, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, was das ist, auch die Musik gemacht. Die möchte ich auch einmal ein Stück einspielen, um den Leuten hier im Livestream und im Podcast auch noch mal zu zeigen, was da tatsächlich von euch alles geleistet wird. Das ist unglaublich. Du bist ja hoffentlich mit einverstanden, Tim, ne? Ja, klar. Sehr gut. Ein Zeichen, dass das wirklich echt absolut genial ist, ist immer, wenn ich Gänsehaut bei Musik kriege und ich habe sie gerade bekommen. Also Wahnsinn. Das ist schön, das freut mich wirklich. Unglaublich. Und da muss ich dann direkt nochmal einsteigen, wenn jetzt sich wirklich irgendwelche Leute animiert fühlen, sowas zu machen. Du bist der absolute Profimusiker, muss man ja tatsächlich schon sagen. Soll man sich die Mühe geben, irgendjemanden zu finden, der professionell oder semi-professionell Musik macht, oder sollte man dann lieber auf irgendwelche Bibliotheken, Libraries zurückgreifen? Was meinst du? Oh, schwierige Frage. Also wenn man wirklich hochwertig Musik haben will für sein Hörspiel, dann kostet es leider meistens was. Außer man findet jemanden, der macht es kostenlos und man kennt den gut oder was auch immer, der macht das gerne. Aber man muss auch sehen, dass die Musik für Hörspiele natürlich auch viel Arbeit ist, dass man da sehr lange dran sitzt. Und also es ist auf jeden Fall keine schlechte Variante, wenn man sich Musikstücke lizenziert, also wenn man die sich quasi kauft und verwenden darf. Finde ich nicht schlimm, finde ich nicht verwerflich. Immer wenn es dann halt wirklich was sehr Ernsthaftes ist, wenn man möchte, dass es eine eigene Identität hat, das Projekt, dass es nicht das irgendwo anders schon gibt, dann sollte man sich einen Musiker holen. Aber das ist das ist schon ein Schritt in eine sehr eigenständige Richtung und da sollte man sich schon sehr sicher sein. Okay. Im Chat kam gerade noch die Frage, ist die Musik selbst eingespielt oder mit einem Programm erstellt oder beides? Wie arbeitest du da? Und das war, um jetzt auch noch mal eine andere Frage, die vorhin schon mal kam, als wir dieses Schnipsel gezeigt haben des tatsächlichen Hörspiels, da war auch die Frage, wie viel davon aus der Konserve kam und wie viel er davon wirklich selbst produziert hat an Soundeffekten, was du ja vorhin ja auch sagtest. Ne? Wenn man irgendwelche speziellen Geräusche braucht, da muss man dann schon mal irgendwie den Mixer der Oma aufnehmen und ein bisschen verzerren. Ne? Ja, also erstmal zur Musik, zu den Geräuschen und Produktion kann Svenja was sagen. Die Musik ist schon eigentlich aus dem Rechner, muss man sagen. Ich versuche aber so viel wie möglich
auch richtig aufzunehmen. Also der Chor zum Beispiel kann ich mir nicht leisten, einen echten Chor zu nehmen. Aber wenn ich jetzt ein Solo-Instrument habe, versuche ich, einen Solo-Instrumentalisten zu bekommen. Und es gibt immer auch so einen Trick, wenn man so eine Bläsersektion zum Beispiel hat, dann reicht es fast, wenn man einmal diese Sample-Bibliothek hat, also künstliche Instrumente, und dann noch jemanden holt, der dann noch eine Spur draufspielt, sozusagen, die echt ist, weil man dann was Lebendiges reinbekommt. Also lebendig wird es ja erst dann, wenn es nicht wie im Computer ganz klar und ganz abgehackt und ganz gerade ist, sondern wenn da auch Fehler drin sind. Und ja, man muss schon sagen, wenn man die Musik wirklich mit einem echten Orchester einspielen will und sowas, das kann man sich quasi nicht leisten. Also so ein Produktionstag ist echt wahnsinnig teuer. Also deswegen Rechner. Okay, das war von euch auch eine bewusste Entscheidung, das alles so orchestral dann klingen zu lassen, dass es wirklich echt pompös klingt und nicht irgendwelche Synthi-Sounds, die auch gerne Leute mal machen, weil sie dann zu Hause eben nur die kleine Bondampi-Orgel stehen haben, ne, und für ihr Projekt dann vielleicht sagen, okay, das reicht dann. Ich kann doch nicht mal am Kamm blasen. Ich müsste wahrscheinlich sogar irgendwelche komischen Joghurtbecher aneinander klöppeln, damit da irgendwelche Geräusche rauskommen. Aber also für ein Impro-Hörspiel ist es vielleicht sogar genau das Richtige, weiß ich nicht. Aber ja, also man muss auch sagen, diese Sounds kosten halt auch wieder Geld. Also leider geht es halt ohne Geld heutzutage nicht so richtig. Und da muss man sich mit dem Programm beschäftigen und so weiter. Also ja, also es war schon eine bewusste Entscheidung, dass es ein Orchester sein soll und so weiter. Und ja, ich habe das Glück, dass ich eben in dem Bereich auch arbeite und deswegen die Möglichkeiten habe dafür. Ich meine, wir müssen ja überhaupt keinen Hehl drum machen, das soll nicht zur Werbeveranstaltung ausarten, aber warum eigentlich nicht? Weil ihr seid eben ein nicht kommerzielles Projekt mit eurer Hauptserie und da kann man euch echt nur jeden Hörer und jeden Downloader wünschen, der dann, wie ich gerade schon erwähnte, auch gerne bei euch mal was spenden kann. Also das ist echt der Wahnsinn, kann ich wirklich nur sagen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Vorfeld, weil du musst ja eh gleich irgendwie den Abflug machen, dass ihr überhaupt Zeit hattet für sowas, weil es ist ja wirklich wunderbar, wenn man wirklich Leute mal dabei hat, die A, Ahnung von der Sache haben und B, auch noch ein Projekt machen, das wirklich, ich kann es immer wieder nur sagen, sich mit jeder großen Produktion hundertprozentig messen kann. Ich bin geflasht, also wirklich. Vielen Dank. Das sag ich, also du musst dich nicht bedanken, das sage ich nicht einfach nur so. Ich bin so ein netter Mensch, ich sage frei aus, wenn was scheiße ist, wie ich ja auch meine Bedenken ganz am Anfang sagte mit Hubert und aber nee, ich wurde überzeugt. So ist das. Ja, aber also ich meine, ich bin auch Fan vom Copcast, ich kannte das ja schon, also es war für mich jetzt ja nicht so, dass jetzt ich da... Jetzt kommt das Gegenseitige, jetzt sitze ich hier ein bisschen, mach weiter. Ich lüge auch nicht, ich sag ja auch, wenn ich was scheiße finde, den Copcast finde ich gut und deswegen war es für mich auch eine Ehre, hier dabei zu sein, deswegen... Bisschen kommen die Tränen jetzt hier, aber nein, wir wollen hier nicht das Improvisationsschauspiel machen, sondern wir wollen es einfach weitermachen. Du rufst einfach rein, wenn du tatsächlich gehen musst, ne? Dann, das können wir ja so spontan machen. Wir müssen ja nicht irgendwie große Fanfare zum Abschied spielen, die hätte ich glaube ich eh nicht. Passt schon. Sag einfach Bescheid, dann verabschieden wir uns kurz und dann passt das schon. Alles klar, mache ich. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Produktion wollten wir noch irgendwas, ne? Genau, da. Ja, wegen Soundeffekten und so weiter. Was ich noch ganz kurz zur Musik einwerfen kann, ist, also Das Schöne ist ja natürlich, dass wir in dieser Zusammenarbeit einfach ein ganz dichtes musikalisches Grundgerüst entwerfen können. Und das ist ja für so klassische Space Operas, was Rick Future ja letzten Endes ist, natürlich eine tolle Sache. Also da brauchst du so ein bisschen dieses epische musikalische Element. Und nun für die Hauptserie haben wir auch lange mit Erdenstern zusammengearbeitet. Die machen im Fantasy-Bereich ganz, ganz tolle Sachen. Die Bibliothek der fantastischen Musik und so weiter. So eine Reihe mit Hörspielen, mit Musik, die man sich halt zum Rollenspiel machen anhören kann und so weiter. Erdenstern.com kann man mal schauen. Die haben das Intro für die Hauptserie komponiert und auch ganz lange Zeit Musik für die Hauptserie gemacht, machen aber einfach auch noch ganz andere Sachen und haben nicht mehr so diese Zeit dafür, aber die sollte man auch an dieser Stelle unbedingt nochmal erwähnen. Und was halt im Grunde genommen ganz, ganz wichtig für uns war, auch gerade wo wir jetzt in dieser Konstellation uns entschlossen haben, so ein Projekt wie Ascendant Master nochmal aufzuziehen, was so ein Prequel von Rick Future werden soll, dass man dem Ganzen einfach ein ganz individuelles musikalisches Grundgerüst geben kann, dass man halt Themen ausarbeiten kann, dass Figuren ein eigenes musikalisches Thema haben, also sehr filmisch da auch mit rangehen konnten. Und das war halt für uns nochmal, das ist halt das ganz tolle, eine ganz tolle Möglichkeit, die man natürlich nur hat, wenn man tatsächlich Musik für so ein Projekt komponieren kann und wenn man jemanden wie Tim dabei hat, der sagt, okay, dann arbeite ich schöne Themen für die Hauptcharaktere aus und dann machen wir halt nochmal, erreichen wir natürlich auch durch die Musik nochmal so ein ganz eigenes Produktionsniveau. Das stimmt.
Und bei den Soundeffekten ist es natürlich so, wir erstellen Sounds auch selber, aber wir nutzen eben auch Sachen aus der Konserve, wie man so schön sagt, was im Science-Fiction-Bereich fast gar nicht anders möglich ist, weil es halt unglaublich aufwendig ist, Laserwaffen, Raumschiffe und so weiter mal eben selber zu basteln. Oder meistens klingt es dann eben auch wie selber gebastelt. Nur diese Soundeffekte müssen natürlich auch gekauft werden. Also wir nutzen sehr anspruchsvolle kommerzielle Libraries, die wir im Laufe der Jahre zusammengekauft haben und machen darüber hinaus aber auch Sachen, die wir individuell für Rick Future machen, die dann meistens halt eben Tim macht. Und da hat Tim sein Licht auch ein bisschen unter den Scheffel gestellt, weil der sitzt schon manchmal stundenlang daran und überlegt sich, wie klingt es denn jetzt? Wie klingt die Laserwaffe von Rick? Und was für einen Sound verwenden wir, wenn der Laser aufgeladen ist? Und man glaubt gar nicht, was da für verschiedene Soundeffekte zusammenkommen. Irgendwelche Türen von Spielzeugautos, die dann klicken und die dann aber genau dieses Geräusch machen, ja, wie ein durchgezogener Laser und sowas. Also das ist unglaublich spannend, was da so an Sachen entsteht und die dann auch eben individuell für Rick Future gemacht sind, was toll ist, weil es ist immer toll, wenn ein Hörspiel auch Sounds hat, wo du weißt, okay, so klingt Ricks Laser und so klingt auch nur Ricks Laser. So klingt kein anderer Laser in irgendwelchen anderen Hörspielen. Das ist dann auch nochmal ganz schön. Ich sehe schon im Chat, sagen schon einige Leute, dass wir sie jetzt wirklich neugierig gemacht haben und sich das Ganze mal anhören, wenn, auch wenn sie vielleicht keine Sci-Fi-Fans sind, wie Dirk zum Beispiel jetzt gerade geschrieben hat. Also muss man aber auch nicht sein für Rick Future, glaube ich. Ich glaube, man muss einfach nur, man muss Lust haben, sich ein bisschen drauf einzulassen und einfach so ein bisschen zu schauen, wie das ist. Und dann lässt man sich einfach überraschen. Ich glaube, Rick Future ist kein Projekt, für das man zwingt, Science-Fiction-Fan sein muss. Das glaube ich nicht. Weil wir nicht so, Rick Future ist eigentlich ein Abenteuer, ein großes Weltraumabenteuer. Und wenn man Spaß an Geschichten, an spannenden Geschichten hat und auch eben an diesem Abenteuerelement, dann passt einem Rick Future eigentlich, weil das ist nicht so technifiziert. Es ist nicht alles so unglaublich analytisch und logisch, sondern es geht halt immer ums Abenteuer, um das Weltraum, das man entdeckt und Geheimnisse im Weltraum und so weiter. Also wir sind da schon eher so ein buntes Science-Fiction-Projekt, also eben halt sehr klassisch. Und wir hatten sie gerade schon angesprochen, also mit Ascendant Mars und den Galien-Büchern sind jetzt so Spin-Offs entstanden, die aber dann in die kommerzielle Richtung gehen. Ne? Die Bücher, die werden ganz normal verkauft, die könnt ihr bei jedem großen Buchhändler erstehen und Ascendant Mars, das ist noch nicht raus, ne? Das kommt noch, oder? Ascendant Mars, genau, sind wir gerade dabei vorzubereiten. Eigentlich wollten wir mit den Aufnahmen jetzt halt im Sommer auch schon anfangen. Wahrscheinlich werden wir aber später damit loslegen, weil wir eben die Second Editions erst fertig machen wollen, auch wenn wir die jetzt nicht verkaufen, aber wir finden es halt wichtiger, dass erstmal die Serie in sich wieder komplett geschlossen ist, ehe wir dann ein neues Projekt anfangen, insbesondere wenn es dann auch noch kommerziell ist. Und einer der Gründe, warum wir überhaupt auch kommerzielle Projekte machen, ist halt nicht, weil wir jetzt denken, oh, Rick Future, da können wir jetzt richtig schön Geld mit verdienen, sondern weil uns kommerzielle Projekte die Möglichkeit geben, noch viel mehr an Rick Future zu arbeiten. Mhm. Und wir haben halt Ascendant Mars jetzt als Prequel, das ist ein sechsteiliges Prequel, geschrieben von Dane Rahlmeier, das dann eben als käufliches Hörspiel erscheinen soll. Und wir haben die Romane und wir haben ein Adventure, das gerade produziert wird von Metal Pop Games. Also ein klassisches PC-Adventure zu Rick Future, das dann auch über Steam und andere Portale zum Download erscheinen soll. Ist also ein klassisches Adventure, weil ich finde, das passt halt. Adventure und Hörspiel ergänzt sich irgendwie sehr, sehr gut. Sehr und, cool. Und ja, da kann man dann auch auf unserer Homepage, gibt es auch eine eigene Sektion, da kann man sich ein bisschen informieren über das Adventure und da gibt es auch ganz viele spannende Neuigkeiten. Ich bin begeistert. Ich könnte weiter loben, mache ich aber nicht mehr, habe ich jetzt genug getan. Ihr glaubt es mir sowieso nicht. Jeder sagt mir dann wieder, oh, da hast du aber viel zu viel gelobt. Das meinst du doch gar nicht so. So ein Unfug. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mein. Wurscht. Anderes Thema. Wir hatten zwischendurch immer mal wieder gesagt, so hier die bekannten Sprecher, mit denen wir auch groß geworden sind. Wie wichtig ist es für eine Hörspielproduktion, dass da eben solche bekannten Stimmen vorkommen? Kommt drauf an, ne? Also wenn du Leute kriegen willst, die Hörspiele jetzt nur so mal kaufen, weil sie irgendwie denken, das ist ja cool oder so, dann zieht's halt schon, wenn du den Sprecher von James Bond hast oder so. Aber für ein gutes Hörspiel brauchst du nicht eigentlich bekannte Stimmen, sondern gute Schauspieler oder gute Sprecher an sich. Und kommt immer drauf an, wen du kriegen willst. Also mir geht's zum Beispiel oftmals so, dass wenn ich ein Hörspiel höre und da ist schon wieder dieser Sprecher drin, den ich jetzt bei den letzten 10 Hörspielen gehört habe, wunderbar, dass der so gut beschäftigt ist. Ich freue mich darüber. Aber wenn ich immer diese Stimme höre, dann nervt es mich auch irgendwann. Mhm. Okay.
Ich glaube, bekannte Sprecher, natürlich sind bekannte Sprecher insofern eine Bereicherung, weil es ja auch, bekannte Sprecher sind halt gute Sprecher, daran besteht kein Zweifel. Wir haben ja auch bei Rick Future Helmut Krauss dabei und andere auch bekanntere Namen, die dann mal mit einer Gastrolle vertreten sind, was natürlich immer unglaublich toll ist, gerade weil es ein freies Projekt ist, insbesondere die Hörspiele, die Hauptserie. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Aber ich glaube eben, dass, was ja auch ein ganz besonderer Reiz nochmal an so einem freien Projekt wie Rick Future ist, dass der Platz ist für neue Sprecher, für Leute, die einfach mal sich ausprobieren wollen oder die noch nicht so bekannt sind, um halt viele Hörer zu erreichen, weil wir ja mit Rick Future schon recht gut vertreten sind. Also es ist halt verfügbar, man kann sich es überall anhören und im Laufe der Jahre ist es ja auch ein bisschen bekannter geworden, Gott sei Dank. Also ich glaube halt, bekannte Namen sind auf jeden Fall nicht von Nachteil, aber für so ein Projekt jetzt auch wie Rick Future ist es nicht das Hauptmerkmal. Also schadet sicherlich nichts, auch bekannte Namen dabei zu haben. Es ist immer schön, mit bekannteren Kollegen zu arbeiten. Aber ich finde es auch wichtig, dass immer ein bisschen Platz da ist für neue Sprecher. Damit man sich auch als Hörer sagen kann, ah, okay, das sind mal frische Stimmen oder das sind mal neue Stimmen oder die Stimme kenne ich noch gar nicht und dass man nicht immer die gleichen Stimmen hört. Ich hatte so einen Fall, auch als kleiner Knirps bin ich eben auch mit diesen Commander Perkins Sachen ja groß geworden. Und es gab dann ja irgendwann, ich weiß nicht, Anfang der 2000er oder so, als es diesen Hörspielboom ja auch wieder gab, gab es dann weitere Commander Perkins Hörspiele, die aber ja von komplett anderen Sprechern gesprochen wurden. Womit auch ganz offensichtlich geworben wurde, dass es eben die Synchronsprecher bekannt aus Star Trek und so waren. Und es waren also die Leute, die man eben nachmittags oder abends dann eben noch in Star Trek gesehen hat, die dann auf einmal einen Randy Perkins gesprochen haben, einen, wie hieß er denn, Major Hoffman und was weiß ich nicht alles, wo ich da wirklich gesagt habe, es geht nicht. Ich sehe da tatsächlich immer Captain Picard oder sowas auf einmal vor mir stehen. Das funktioniert nicht mehr. Die haben mir, so schön die Hörspiele tatsächlich auch waren, so ein bisschen die Illusion kaputt gemacht. Ne? Also das ist auch so ein Nachteil, den ich bei so bekannten Sprechern sehen würde, dass man die wirklich irgendwann mal mit einer Rolle, das, was du ja auch sagst, so getypecastet hast oder ein Gesicht, wenn die auch noch tatsächlich Synchronsprecher von irgendwelchen Schauspielern sind. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich glaub, das ist so eine zweischneidige Sache. Also auf der einen Seite bewerten viele Leute im ersten Moment immer erstmal, na, wer spricht denn da mit? Und wenn du dann natürlich siehst, mit den bekannten Stimmen von, dann denkst du immer, oh, dann muss das ja gut sein. Und das zieht natürlich im ersten Moment immer erstmal so ein bisschen als Verkaufsargument, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch von Nachteil, weil es natürlich auch die eine oder andere Illusion kaputt macht und weil auch so eine gewisse, weil man halt denkt, ach, okay, die Stimme wird dann wieder von dem und dem gesprochen, weil man das einfach kennt. Und aus Sprechersicht natürlich jetzt auch kann ich sagen, dass ich natürlich immer froh bin, wenn dann Platz ist für Stimmen, die noch nicht irgendwie ständig zu hören sind, weil das ist dann ja Platz für andere Sprecher. Hier im Chat wird auch öfter mal der Name Andreas Fröhlich fallen gelassen. Andreas Fröhlich ist zum Beispiel, ganz toll gesagt. Ich brauche auch ein Skript. Kannst mal Dane fragen, ob ich mir absolut meine Texte schreiben kann. Vielleicht werden die noch ein bisschen spannender. Den ich tatsächlich auch als Synchronsprecher von diversen John Cusack und sowas eben als drei Fragezeichen-Sprecher und wo ich unglaublich überrascht war, als ich das Eragon-Hörbuch gehört habe, welche Vielfalt in seiner Stimme dann auch drin steckte, dass er tatsächlich eben, weil es ein Hörbuch war, jede Person mit einer komplett unterschiedlichen Betonung, teilweise mit irgendwelchen Akzenten und sowas gesprochen hat, wo ich wirklich überrascht war, weil sonst grundsätzlich hört man Andreas Fröhlich ist Andreas Fröhlich ist Andreas Fröhlich, ne? Also, ja, stimmt. Gerade wenn man Bob Andrews oder so kennt, ne, vermutet man das jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde auch, also Andreas Fröhlich ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, was so ein Hörbuchsprecher eigentlich alles ausmachen kann, weil Eragon ja an sich jetzt nicht unbedingt so viel Tiefe hat wie jetzt, sage ich mal, ein ernsthafter Roman. Aber er bringt dem Ganzen eben noch so durch seine Art, wie er es liest, was ganz, ganz Tolles noch, fügt er hinzu. Sehr gut. Also Andreas Fröhlich ist auch wirklich zu Recht einer der bekanntesten Sprecher in dem Bereich. Und ich glaube, besonders schön ist es natürlich auch, wenn du dann mit so einer Umsetzung wie Eragon, wenn du einfach auch die Möglichkeit hast, so dein volles Potenzial als Sprecher eben auch zu zeigen und in ganz viele verschiedene Rollen zu schlüpfen. Also da zeigt sich dann eben auch wirklich, was für ein außerordentlich guter Sprecher er ist. Also besteht ja überhaupt kein Zweifel. Ja. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema zurück. Ich hatte ganz am Anfang ja schon mal erwähnt, auf eurer Webseite gibt es so kleine Schnipsel, wo die einzelnen Personen erklärt werden. Ich glaube, du bist es, Tim, ne, der die Beschreibungstexte dann, glaube ich, auch noch vorgelesen hat. Und natürlich in Vorbereitung für diesen Podcast habe ich es mir angehört. Und das war dann tatsächlich okay. Das ist diese
klassische, seriöse Sprecher vorlese, ne, so eine bestimmte Betonung kommt da irgendwie raus. So redet ja kein normaler Mensch im Alltag. Und weil ich irgendwie ja den Dreh so hinkriegen wollte, dass man sagt, okay, wenn ihr mal ein Hörspiel machen wollt, macht es einfach. Hab mich dann auch ja hingesetzt, hab mir einen Text genommen, eben einfach mal laut vorgelesen. Und das Erste, was ich festgestellt habe, war A, wie scheiße es klang, also unabhängig davon, welche Fähigkeiten ich besitzen wollte, und B, dass ich automatisch als nicht gelernter Sprecher in so einen komischen Trott reingekommen bin, dass es klang, als wenn ich gehirnamputiert wäre. Ich habe alles überbetont, ich habe alles, also Satzenden hochgezogen oder runtergezogen, was ich nie im normalen Text machen würde, im normalen Gespräch. Und da ist mir die Frage wieder so in den Hinterkopf gekommen, wie lange habt ihr gebraucht, um tatsächlich natürliche Gespräche hinzukommen oder solche, naja, es ist ja schon ein besonderer Text und ein besonderer Stil, sowas vorzulesen, dass es eben nicht klingt, als wenn ihr, weiß ich nicht, einen Stock im Arsch hättet oder sonst irgendwas. Fangen wir bei dir an, Tim, bei dir hat es nicht so lange gedauert, du bist jünger. Ja, also was immer wichtig ist, wenn man, also das Problem ist ja, wenn man ein Hörspiel spricht, dann darf man, also sollte man so wenig gekünstelt klingen, wie du schon sagtest. Man sollte schon irgendwie natürlich klingen, aber man muss trotzdem irgendwie so ein bisschen Technik haben. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen undeutlich spreche und irgendwie so, dann klingt es halt nicht mehr heldenhaft, wenn ich ein Held sein soll. Und das hat auch so ein bisschen was vom Theater, also man muss quasi ein bisschen Theater spielen, aber es soll trotzdem natürlich klingen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal nur die Tonspur anhört von meinetwegen CSI Miami oder sowas, dann klingt es auch nicht echt. Also in dem Moment glaubst du das, weil du das siehst und hörst, also es passt gut zusammen, aber das ist nicht wirklich realitätsnah, wie die da sprechen. Und das ist immer so ein Mischmasch. Also im Hörspiel übertreibst du schon ein bisschen, wie du sprichst und musst auch bestimmte Sätze deutlicher sprechen, als du sie normalerweise sprechen würdest, weil du einfach zu faul bist im normalen Gespräch. Aber das ist... Das war jetzt nur auf mich bezogen, ne? Weil ich zu faul bin. Nee, Quatsch, nein. Du sprichst sehr schön deutlich. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht so richtig. Also, ich kann das ja doch nachvollziehen, wenn du sagst, da kommt dieses schauspielerische Element dazu innerhalb eines Hörspiels. Aber die Texte, das waren ja reine Beschreibungen von, also da warst du der Erzähler mehr oder weniger. Und der Erzähler hat ja nicht so viel Emotionen jetzt drin. Aber im Hörspiel würde ich komplett verzweifeln. Also wenn ich irgendeine Rolle sprechen würde, ich könnte mich ja überhaupt nicht in die jeweilige Situation reinfinden und wird dann wahrscheinlich in dem Moment, wo ich dann todtraurig sein müsste in der Szene, wird es so dämlich betonen, dass man denkt, hey, der ist gerade vom Oktoberfest gekommen oder so. Also irgendwas komplett unpassend ist. Aber ich dachte mir wirklich an so einer Stelle, Erzähler, kurze Beschreibung der Person, das kriege ich hin. Nee, habe ich nicht. Und ich stelle es auch immer wieder an anderen Leuten fest, die sowas mal probieren, die dann vielleicht ein Werbevideo vertonen wollen, dass sie für ihre eigenes Web-TV-Ding oder für einen Podcast oder sonst irgendwas machen. Das klingt, als wenn man den Leuten gerade ein Stück vom Gehirn entfernt hätte. Das ist echt schlimm. Das ist dann super gekünstelt. Also wenn wir hier tatsächlich bei euch hier haben, diesen kleinen Kasten auf eurer Homepage, steht dann Rick Future ist eine fesselnde Science-Fiction-Serie von Sven Matthias. So würde ich das ganz normal vorlesen, wenn ich der Micha ganz normal werde in unserem Gespräch. Wenn ich das jetzt als Erzähler vorlesen würde, würde ich sagen, Rick Future ist eine fesselnde Science-Fiction-Serie von Sven Matthias. Und schon würde mich jeder angucken und sagen, yo, jetzt kommen gleich die Leute, die ihn einweisen und wie kriegt ihr das hin? Das finde ich faszinierend. Das ist für mich echt... Also ich meine, die Leute kennen dich halt, die das dann sagen. Ich bin ja davon so am meisten erschrocken. Ja, man muss dann natürlich so ein bisschen wenn meine Familie mich zum Beispiel hört und ich dann sage, ja, wie fandet ihr denn das, was ich da gemacht habe? Dann sagen die, ja, war ja gut, also war gut, aber ich glaub dir das nicht, weil das nicht du bist. Also ich rede ja im normalen Sprachgebrauch auch nicht so. Man muss dann sich einfach irgendwie so eine bestimmte Art zu sprechen aneignen und wie wir das machen, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, es ist schwierig, aber also um es abzukürzen, man braucht Training dafür. Ja, also, genau. Klar. Zuhören, nachsprechen, das ist eigentlich das, was ich gemacht habe. Also so ein bisschen, ja, erzähl ruhig weiter, ich muss sowieso los jetzt langsam. Okay, dann machen wir einfach Winke-Winke. Danke, Tim, dass du dabei warst. Danke für die ganzen Tipps, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und ich muss ja eben ein paar Knöpfe drücken, nämlich die ich gleich aus dem Bild irgendwie rausschmeißen kann. Das ist nicht so einfach. Vielen Dank und bleib uns als Hörer wenigstens treu, auch wenn ich dich jetzt hier anderthalb Stunden in Beschlag genommen habe und du wahrscheinlich sagst, oh Gott, mit dem Typen rede ich nie wieder. Und der kann unsere Erzählertexte nicht vorlesen. So, wir können dir ja mal eine Gastrolle verschaffen. Oh ja, genau. Nett,
Ich könnte höchstens einen Soundeffekt machen, wäre auch nicht. Eine Gastrolle dazu reicht's nicht. Na, wie auch immer. Alles klar. Danke, dass du dabei warst. War mir eine Freude. Jo, bis schön. Dann. Tschüss. So. Wobei ich dazu noch zu diesem Unterschied zwischen Texten lesen, also Hörbuch oder Hörspiel, das Hörbuch ist im Grunde genommen für Sprecher so ein bisschen die Kür nochmal, weil halt nur vorgelesener Text und nicht nur dieses Spiel da drin, das ist nochmal umso herausfordernder, eben es auch so zu machen, dass du den Hörer fesselst, dass der einfach an deinen Lippen hängt und Lust hat, sich anzuhören, was du ihm eigentlich die ganze Zeit erzählst. Das ist ja auch das, was man dann letzten Endes, wenn man sich intensiver damit beschäftigt und nicht, also Talent ist natürlich die eine Sache, das musst du natürlich schon mitbringen, aber das ist auch eine Sache, die man dann natürlich auch ein bisschen lernt, deswegen lernt man ja das Sprechen. Ja, hier im Chat kam gerade noch die Frage vom Lars, der ja gerade auch hier kurz zugeschaltet war, muss man sich als Sprecher gern reden hören können und muss man lesen können, das auch. Nein, das war meine Frage, also ob man sich gerne reden hören können muss. Lesen muss man nicht können, nein. Ob man sich selber hören, also ich kann mich manchmal nicht selber hören, muss ich sagen, weil wenn man sich die ganze Zeit selber im Ohr hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel Rick Future schneide und ich höre dann irgendwie so einige Sachen von mir, denke ich so, oh Mann, echt, ich kann meine eigene Stimme nicht mehr hören, oder gerade wenn man dann irgendwelche Hörbücher einspricht und die auch selber schneidet, dann ist das schon, dann hat man manchmal die eigene Stimme ein bisschen satt. Aber ich glaube, man muss Spaß an Stimme haben. Man muss Spaß haben, sich auf Stimmen einzulassen. Und man muss eben auch vor allen Dingen diese Begeisterung für dieses Handwerk Sprechen mitnehmen. Es ist ja im Grunde genommen, als würdest du gerne singen. Also wenn du halt gerne singst, dann hast du ja auch, dann sieht man seine eigene Stimme nicht unbedingt als etwas, das man passiv hört, sondern eher als ein Instrument. Und im Grunde genommen ist es auch so beim Sprechen. Nur, dass du halt eben sprichst und nicht singst. Ja, aber mit dem gerne singen ist ja auch so eine Sache. Wenn ich das jetzt mal meine Vorlese versuche, da wieder mit eurem Standard vergleiche, dann seid ihr in Bezug auf Singen jetzt die Opernsänger und ich bin der, der unter der Dusche steht und sich gerade die Flasche Seife auf den Fuß fallen lassen hat. Also, auch wenn ich gerne singe, ich kann es dann nicht. Ne? Aber da muss man auch manchmal auch ehrlich sein, oder? Okay, sicher, aber da entscheidet dann auch so ein bisschen auch der Ehrgeiz, den du mitbringst. Also ob du das halt, ob du das dann weitermachen möchtest, ob du vielleicht noch ein bisschen was dazulernen möchtest oder einfach dadurch, dass du immer weiter singst und es immer weiter probierst, eben auch sozusagen besser wirst und erfahrener wirst. Und letzten Endes entscheiden dann ja auch die Leute, ob ihnen das gefällt oder nicht, ob man etwas weitermacht oder nicht. Also das ist dann, da wird sich dann spätestens entscheiden, ob das eine Zukunft hat, wenn du jetzt mit dem Singen anfängst. Lass mir das lieber. Ich bin so unmusikalisch wie ein Laternenpfahl. Also ich glaube, behaupte sogar, aus dem Laternenpfahl kriegt man mehr Musik raus als aus mir. Aber egal. Ja, ich weiß nicht. Was ich faszinierend fand, war, als ich auf deiner Homepage die Hörprobe von einem der letzten Hörbücher, die da ausgestellt waren, gehört habe, dass du wirklich so komplett anders vom ganzen Stil und von, klar, weil es natürlich auch ein Hörbuch ist, als bei Rick Future geklungen hast. Also du sagst selber, das ist so ein bisschen die Kür bei dem Hörbuch, muss man dann ganz anders damit umgehen. Was macht dir mehr Spaß? Oh, das ist, also mir macht beides gleich viel Spaß. Das kann ich wirklich nicht so konkret sagen. Es ist halt einfach was Unterschiedliches, ob ich ein Hörbuch einspreche oder ich sag mal einfach nur einen längeren Text vorlese oder ob ich eben tatsächlich eine Rolle wie Rick spreche. Wobei Rick Future ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Den kann ich nun wirklich so rausschütteln. Aber es ist einfach ein großer Unterschied, ob ich einen Roman vorlese oder ob ich eben eine Hörspielrolle spreche. Beides hat seinen Reiz, aber beides ist doch auch sehr unterschiedlich, weil du einfach nicht wenn du einen Text vorliest, kannst du halt nicht so in die Rolle komplett reinschlüpfen. Da bleibst du immer ein bisschen Erzähler. Du spielst zwar auch einige Rollen, damit dann auch Dialoge schön, damit die Spaß machen beim Hörbuch, aber du hast immer dieses erzählerische Element, das du auch halten musst, weil ansonsten wird es nervig, wenn du weißt, dass eben es immer die gleiche Stimme ist. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel Rufus Beck bei den Harry Potter Hörbüchern, der ja so komplett in diese Rollen reingegangen ist und der auch das so großartig gemacht hat. Da war es mir nicht zu viel. Als ich die gehört habe, habe ich gedacht, boah, Hammer, unglaublich gut. Also, die wurden ja auch gerne mal immer so als Referenz des Hörbuchs herangezogen. Ja, ne?
Und zu Recht. Also ich meine, das hat jetzt auch nicht immer jedem gefallen. Ich fand es großartig, weil er sich so unglaublich, der hat wirklich jeder Rolle was Eigenes gegeben und das war schon sehr, sehr großartig. Also das ist ja sowieso immer der Unterschied. Ne? Du hast bei den Hörbüchern hast du ja auch Leute, wie ich auch gerade schon Andreas Fröhlich erwähnte, bei Eragon, die dann wirklich sagen, okay, wir versuchen den einzelnen Charakteren so unterschiedliche Ausdruck zu verleihen, dass die Leute sie wirklich auch schon allein stimmlich hören, wer denn jetzt gerade redet. Oder du hast die Hörbuchsprecher, die mehr so der Erzählonkel sind, ne? Die tatsächlich ein Buch vorlesen. Ja, es kommt halt auch immer ein bisschen auf den Text an. Also was du für einen Text hast, so eine Geschichten wie Harry Potter oder auch Eragon, die bieten natürlich auch viel mehr Möglichkeit, da auch ein bisschen mehr zu spielen, mehr zu experimentieren und einfach das Ganze auch ein bisschen spielerischer aufzuziehen. So andere Texte, ja, also was weiß ich, wenn ich jetzt einen Text von Kafka vorlese, dann ist da zum Beispiel nicht so der Platz dafür. Das, da bleibt man dann doch eher sehr der Erzähler und trägt die komplette Erzählung halt nur auf diesem erzählerischen Element. Mhm. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, wir haben mal tatsächlich wieder 90 Minuten beschritten. Wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden darüber reden, weil man kommt ja wirklich von einem Thema aufs andere. Und es ist ja auch spannend, vor allen Dingen für jemanden, der nicht drinsteckt, der ja auch mit so einem Podcast versucht, irgendwas mit Stimme und so zu machen. Aber das ist ja wirklich auf einer, ja, tatsächlich hobbyesken und laienhaften Art. Und dann so Leute wie euch dann nochmal dabei hat, das ist schon spannend zu sehen. Und man macht sich ja auch keine Gedanken, wie viel Arbeit letztendlich hinter so einem Projekt steckt, ne? Wenn tatsächlich mit solchen Production Values solche Ergebnisse da rauskommen. Also ich glaube, einige Leute, die jetzt hier zugehört haben und zugeschaut haben, die haben wir mit Sicherheit begeistern können fürs Hörspiel hören generell, die vielleicht gesehen haben, Hörspiele sind eben nicht die Benjamin Blümchens ihrer ganz frühen Kindheit, sondern tatsächlich auch eben andere Geschichten. Du hast immer wieder Sherlock Holmes erwähnt, es gibt auch diese Pater Brown-Sachen und sowas, die fand ich auch alle sehr interessant. Also wenn man sich mal ein bisschen umschaut, was es so gibt an Hörspielen, dann entdeckt man halt, dass es so unglaublich viel gibt. Und wie gesagt, zum Beispiel Hörspielprojekt.de ist eine gute Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da noch so, weil die Sachen kann man sich eben alle umsonst auch anhören. Da muss man sich da nicht ärgern, weil man denkt, oh, die Geschichte ist jetzt aber nicht so meins, jetzt habe ich mir das Ding gekauft. Da kann man einfach gucken, was sind Hörspiele, wie funktionieren Hörspiele und darüber dann einfach auch schauen, was es so an kommerziellen Sachen gibt, weil das Angebot ist riesig. Und da haben es viele Produktionen verdient, dass sie auf jeden Fall auch ihre Käufer finden. Sehr gut. Und euer, mein Gott, ich drücke mal auf den falschen Knopf. Jetzt ist ja unglaublich, hier kommt immer wieder so ein leeres Fenster hier. Und ihr habt es erst recht mit eurem Produkt verdient, dass Leute euch hören, euch zu schätzen wissen und wirklich über die Grenzen des Internets hinaus euch publik machen. Das habe ich schön gesagt, ne? Ja, wunderschön. Wunderbar. Vielen Dank. So, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich, dass ihr beide da wart. Kannst du dem Tim auch nochmal sagen, so was ich ihm gerade auch schon gesagt habe. Das war echt wirklich, also der Tipp war super, dass du da auch nochmal reingeworfen hast. Macht aber was zum Thema Hörspiel, war goldrichtig. Die Handvoll Leute im Chat, die jetzt hier die ganze Zeit dabei waren, sagt auch, das war interessant. Was will man denn mehr? Außer, dass ich jetzt langsam mal hier aus diesem warmen Raum raus muss, weil die Sommertemperaturen dann doch hier unterm Dach wieder sorgen, dass ich... Na, du willst doch jetzt nicht über das Sommerwetter schimpfen. Nee, ich will nicht über das Sommerwetter schimpfen. Ich will hier über diese wunderbare Lage im Dach schimpfen, die nur unmittelbar neben einer Kirche ist, dass ich immer Kirchenglocken im Hintergrund habe, nein, sondern auch noch so warm, dass nach 1,5 Stunden echt Schluss ist, weil sonst trocknete ich so langsam aus und das ist dann nicht schön anzusehen. Und da wir auch wollen, dass Leute unseren Videopodcast gucken und nicht nur den Audio-Podcast hören, wo man dann nur so das Schrumpeln so leicht hört, hören wir an dieser Stelle auf. Danke, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn sich irgendwann noch mal weitere Themen ergeben, freue ich mich immer wieder gerne, euch einladen zu können. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. In einer Woche gibt es den klassischen Quopcast wieder, wo wir hoffen, dass Sven, also der andere Sven und Carsten vielleicht wieder mit dabei sind, wo wir dann, weil dann ja auch die E3 losgegangen sind, mal auch wieder über Games reden können und so weiter. Ne? Und den nächsten monothematischen Podcast denke ich mir dann auch wieder aus. Also wenn du irgendwelche Ideen hast, Sven, einfach einschieben. Podcast, okay. Hörspiele, Teil 2. Mensch, genau, wir könnten doch mal... Haben wir lange nicht mehr drüber geredet. Mhm. Alles klar, genau. Bis in einer Woche. Tschüss. Tschüss.